Es ist euer Host, who rocks the most, Tizzy in the building. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In the Building, meine Freunde. Und ich habe die große Freude, einen Battle-Rap-Champion und natürlich auch wie immer eine Battle-Rap-Legende bei mir bei In the Building zu haben. Meine Damen und Herren, hallo Tierster. Hi. Kein Yo. Ich wollte mal ein bisschen Abwechslung reinbringen. Nein, du musst ihn bringen. Yo. Nein, du moderierst an. Sonst fange ich noch an, Fragen zu stellen. Ja, hey, können wir machen, ein bisschen Schlagabtausch. Ja, und wollen so, wir, ne? Okay. Ja, nee, können dich, wir. Was macht für dich eine Legende aus? Das ist ein Status, den man erreicht. So, okay. Nein, es ist ein Level, kein Status. Das okay. Wollte ich gerade sagen. Für mich ist Legende ein Level. Okay. So, weil du kannst ja auch ganz oben sein und irgendwann kannst du nichts mehr. Okay. Dann bist du halt nicht mehr in diesem Level, ne? Also Leute, Legende ist ein Level, kein Status. Okay. Tizzy telling the truth. Cheer. So, mein Freund, wie geht's dir? Alles gut. Ja, alles fresh, gut. Yeah. Fresh out the box. Cheer. Schön Haare geschnitten gerade. Kaffee geht. Ja, sieht man. Oh ja, hier, ich habe auch Kaffee. Merci. Oh, nice. Ja, wir sind beide Kaffeetrinker tatsächlich. Ja. Und Hip-Hop-Nerds. Und Hip-Hop-Nerds. Absolute, oder? Ja, sieht man uns das an? Ja, ich glaube schon. Ja? Ne? Ja. Okay. Also besonders mit meinem T-Shirt jetzt hier. Und das brandet einer als Hip-Hop-Nerd. Nein, aber ich glaube schon, dass wenn man über Tierstar redet, ne, dann weiß man das. Und bei Tizzy weiß man das vielleicht auch bald so. Ne? Okay. So, die brennende Frage, wer ist Tierstar Andres? Ein Kaffee trinkender, zu viel ausschweifender Eskalateur. Eskalateur? Mich haben sie oft Mr. Eskalateur genannt. Ehrlich, eskalierst du oft? Ach, für ausschweifende Partys und so, ne? Wo Leute, weißt du, so kennst du das, wenn die Leute immer auf Partys waren und dann so die Letzten gehen, die gehen, aber wir sind nicht nur die Letzten, die gehen, wir gehen noch so in einen anderen Club von Mucke, die es gar nicht interessiert. Ja, nach der Aftershow gibt es noch eine Aftershow. Genau, ne? Das ist dann so, da ist es so in dem Zeitraum, ist auch schon ein bisschen länger her, aber da ist dieser Begriff so entstanden. Also, wenn wir jetzt über Tierstar reden, sollen die Leute sich jetzt merken, dass du Mr. Eskalation bist, ja? Ich wollte ein bisschen ablenken. Guck mal, wie ich dich announce, mit was du wieder kommst, Alter. Tierstar, die Hip-Hop-Legende in einem Haus- und Techno-Schuppen auf der Afterparty. Geil. Party ist Party, Bruder. Party ist Party. So, also, komm, werden wir mal ein bisschen ernsthaft. Ja, also Tierstar, der Name, den habe ich schon jetzt über 20 Jahre auf jeden Fall. Hat eigentlich angefangen, so ein bisschen, ja, ist so ein bisschen organisch gewachsen. Ich hatte eigentlich immer so, ich war doch immer Real Names, no Gimmicks. So, weißt du, so, ich wollte immer so, viele Rapper, die ich halt gefeiert habe, haben auch immer ihre wahren Namen benutzt und so weiter halt, ne? Und ich hatte keinen, bis ich in der Gruppe war. Ja. Und ich habe ein AKA, hat sich so eingeschlichen, so ich habe auf Tiervergleiche verwendet, so mal Metaphern und so weiter. Ich war voll der Freak, so hab Tierdokus geguckt. Das Animal Freak? Ja, so und dann habe ich so Ghetto-Vergleiche gemacht halt. Ghetto, Concrete, Jungle, so. Ja, ja. Und immer halt so Raubtier, Beutetiere und so weiter, so eine Dinger gemacht halt. Und dann war halt irgendwann so der Tierstar, so ein erfolgreiches Raubtier halt, ne? Oh. So was, ein Tier, was seine Beute macht. Und dann habe ich halt zig Vergleiche genommen und auch so die Waffen der Tiere und so. Du kennst ja, dass in der Armee oder auch in der Kampfkunst oft Tiere imitiert werden und auch Kampftechniken und so übernommen werden und so weiter. Oder generell Techniken so. Tarnung, dies, das, alles Mögliche halt. Und ja, daraus habe ich halt immer voll viel gebastelt. Und es war immer so Andres aka das Tier. Irgendwann Andres aka Tierstar. Und ich erinnere mich noch genau bei unserem ersten Video, das war Drei Schläger mit Autodidakt und Peschmerga. Da stand, das sah halt dann komisch aus. Autodidakt, Peschmerga, Andres. Ich step in die Action und rap von Verbrechen mit dem Mic in der linken und dem Strap in der rechten. Dann dachte ich, okay. Dann habe ich wirklich ab da meinen Künstlernamen halt auch immer aufschreiben lassen halt. Ja. Man sieht halt wirklich bis erste wirkliche Release, was offiziell veröffentlicht wurde, der erste Song mit Autodidakt und mir, Musik für die Streets auf dem Einblick 3 Sampler, da steht auch noch wirklich Autodidakt und Andres. Okay. Also das ist so wirklich in der Zeit entstanden, als wir dann das erste Video entstanden, ja. Also das erste Video kam, dass ich dann Tierstar auch wirklich als
Künstlername in den Vordergrund gepackt habe. Also ab da hieß es dann wirklich Tierstar Andres und nicht Andres Agati. Okay, 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 okay. Ja, hat sich organisch entwickelt, wie gesagt. Hast du, aber du hast dir den Namen selbst ausgedacht. Klar, klar, klar. Wann hast du denn angefangen zu rappen überhaupt? Wie bist du damit in Kontakt gekommen? Also Kontakt gekommen halt früher schon als Fan und so, ne? Ich habe alles gepumpt, konsumiert, wie ist das, ne? So. Warst du so ein Hip-Hop-Kind? Ja, also es fing kindisch an halt, ne? Aber auch so, dass noch alles, also ich war jetzt nicht so gleich Hip-Hop und alles andere war nicht so, alles war so gemischt, ich habe alles, also es fing vorher natürlich an mit Michael Jackson und Pop und alles, was, was ich bei meinem Vater in der Plattenkiste und so gefunden habe halt, ne, so, wenn du mich jetzt ganz, also wirklich, wenn du mich fragst halt nach wirklich Musik so, es fing, ich glaube, die erste prägende Geschichte ist einfach Thriller. Thriller, ich kann mich erinnern, wie oft ich das Video geguckt habe, ne, so, mein Onkel hatte das Video und ich habe immer den ganzen, es war ja wie ein Film halt, ne. Ab, so. Das war ja ein Minifilm. Genau, war ein Minifilm damals halt, ne, so mit dem Werwolf am Anfang und alles, ne, und ich habe das immer nachgemacht und getanzt und viel Michael Jackson-Stuff halt, ne, so. Ja. Deswegen, für mich ist, glaube ich, auch die erste Gangstermucke, könnte man sagen, Smooth Criminal. Smooth Criminal. Genau. Genau so und, aber, dann so ein bisschen später schon, wo ich, sag ich mal, Ende der 80er dann so, da war es dann wirklich um mich geschehen mit Public Enemy, Fat Boys, yes. Two Life Crew, Ice-T, all die Geschichten halt, ne, so. Was aber auch gemischt war mit so MC Hammer und sowas, ja, ne, ja. Ice-T, Snap und sowas war auch alles, also es war alles, habe ich gefeiert, nachgetanzt, mich angezogen, wie geacted und so weiter halt, ne, so. Deshalb, und dann fing auch das an, dass ich mal nachgemacht habe, was die größten Älteren alles machen mit Tekken und so im Bus hinten sitzen und irgendwelchen Müll da. Also das war allgegenwärtig? Alles, ja, ja, alles. War halt von allem etwas halt ein bisschen so. Aber wirklich selber rappen, ich erinnere mich, dass ich 93, das erste Mal mit Per Schmerdinger war, das hat er mich auch mal nochmal dran erinnert, wir haben mal so eine Tape-Kassette gemacht, wo wir uns gegenseitig gedisst haben. Aber das war so, wir haben so Sprüche gegeneinander geklopft. Ich weiß nicht mal, ob wir wirklich gereimt haben richtig so. Also, aber wir haben es halt aufgenommen und uns gegenseitig gegeben so, das weiß ich noch. Aber das war 93. Das krass. Das war das Erste, was ich so in Verbindung setze, wobei ich das nicht als Rappen noch bezeichnen würde. So. Mhm. Das würde ich dann eher 95, da habe ich so die erste Aufnahme auf Englisch dann halt aber auch und immer so ein bisschen nachgerappt und was Eigenes zusammengemixt. Und dann war mein Cousin in Amerika, hatte so ein Austauschjahr und da kam er wieder. Und dann haben wir halt wirklich die ersten Sachen aufgenommen, 95, 96 dann und 97 auch erst mal gebucht auf offiziell auf Partys und dann die ersten Auftritte. Echt? Ja, so früh schon? Ja, ja, schon mit Namen. Ich habe den Flyer aber noch auch und so. Als Andres. Nee, da waren die Scandalous. Wir waren Scandals? Bangeres und so. Banger Andres war der Name eigentlich schon mal auf der Straße damals halt. Und wir haben halt Englisch gerappt und so und das war unser, er war Big F, ich war so. Und dann haben wir halt, wurden wir so gebuckt und haben auf Englisch halt gerappt. Aber das waren die Texte, die er mitgebracht hat halt, ne, so. Und dann haben wir uns was zusammengewürfelt und so haben wir halt gerappt. So. Ist das geil. We be the two true players, cruising down the block, banging all them hoes and we do it nonstop. Das haben wir gerappt. Da war, ich erinnere mich noch mit Special und GBZ und so. Echt, der Homie Dimar war noch da, rest in peace. Das war wirklich die Zeit Strike, Alcatraz, Moabit so und crazy. Mitte der 90er ging alles aber los. Aber da wart ihr doch noch Kinder, oder nicht? Ich war 17 dann. 17? Mhm. Ah, Teenies wart ihr. Ja, ja, 17 alles war klar. Ich schon dann so der erste Auftritt von so schön mit Fotos und auf Flyer, die haben dann uns auch gut in Szene gesetzt und da kam auch so 97 kam schon GBZ auch dann langsam an Start und so. Also die waren schon 95, 96 schon am Start, so, ne? So, aber jetzt so, glaube ich, auch außerhalb von Berlin langsam oder das erste Album kam dann so, das wurde so, Berlin kam so langsam auf die Map. Und in Berlin waren wir, glaube ich, am hängengebliebensten. Wir fanden Deutschrap am längsten scheiße. Yeah, yeah. Ich war wirklich türkisch oder englisch. Ja. Oder halt die Fresse. War so, oder? Ja, war so, ja, stimmt. Halb Berlin hat auf türkisch und auf englisch gerappt. Genau. Sogar die türkisch gerappt haben, meistens auch auf englisch gerappt. Genau, deshalb. Genau. Alles andere war fake sogar. Ne? Ja, das war so halt, diese deutsche Sprache war zu eckig, zu kantig. Das klang nicht cool, nicht hart, nicht Dings. Nur alle Banger haben, aus jedem Auto kam englischsprachige Mucke raus. Gangster-Rap und so weiter halt. Ne? So. Das war ja groß in Berlin. Genau, genau. Ne? Aber du warst gerade ganz schnell mit diesem, ihr habt dann direkt Auftritte gehabt und so weiter. Wie war das denn für dich? Hast du dir selbst beigebracht zu rappen, so zu Hause? Wir haben eigentlich imitiert, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir haben Rappen imitiert eigentlich. Ne? Wir haben Texte nachgerappt von alles, was wir gefeiert haben. War die Alben, Booklet und so nachgelesen und so. Das war, gab ja kein Genius oder sowas in der Art. Ich war voll der Freak, habe Sachen aufgenommen im Radio, im Fernsehen, Videokassetten, Tapes und alles mögliche. Immer CDs gekauft, geklaut, getauscht, alles. Ne? So, Riesensammlung halt gehabt und es war cool. Ich hatte
Ich glaube, ich habe so ein bisschen eher das Talent entdeckt, dass ich auswendig lernen konnte. Ich habe immer mitgerappt halt so. Ich war einer dieser, kann man vielleicht sogar für manche peinlich, ich bin der gewesen, der im Club getanzt hat und immer mitgerappt hat. Beim Ehrlich? Das ist nicht peinlich. Ja, so weißt du, die Spiele waren das manchmal so komisch, so alles egal. Crack, Mac und egal was lief so, weißt du, ich habe immer mitgerappt so, alle Texte, die ich konnte so. Und ich fand es halt auch cool, so, wenn es dann immer Texte waren, natürlich, die nicht die Hits waren. Ja, also, ja. Das waren so, guck mal, ich kenne den Text. Und so. Songs, so, wovon es nicht mal Videos gab und so weiter halt. Ne? Ja, das waren ja meistens die Tracks auf den Alben, genau. Die keine Videos hatten, die genau. Eigentlich auch voll geil waren. Genau. Keiner kannte die aber, weil sich keiner die Alben gekauft hat. Genau. Weiß genau und dann manchmal so und so ja. Und dies, das. Und es gab ja auch noch diese Phase, wo wir unsere Plattendealer und dies und das hatten, wo wir auch mal ein halbes Jahr, bevor das wirklich ein Hit war, wir die Songs schon hatten. Und eigentlich, wenn es dann ein Hit war und im Radio und so, wenn es dann auf Rotation war, so fanden wir die gar nicht mehr cool, die Songs halt. Ne? Damals hatten ja auch DJs, waren ja in so einem Pool angemeldet. Ne? Man konnte so eine, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, aber die waren alle angemeldet als offizielle DJs und haben diese Songs auch alle schon bekommen. Genau. Halbes Jahr vorher meistens genau. Schon. Ist ja nicht wie heute. Es wird released und alle haben es. Genau. Und plus natürlich, heute ist ja noch, wenn es auch viel Aufmerksamkeit generiert, ist es irgendwie cool. Und wenn es wenig hat, ist es irrelevant. Aber damals war es umgekehrt. Wenn es alle kann, war scheiße. Yeah. Das kennt jeder. Jeder feiert diesen Müll. Warum feierst du das? Weißt du, so, da warst du halt so wie Einheitsbrei halt. Weißt du, so, da warst du eher so Medienkonsumentenopfer. So, weißt du, ich meine so. Krass, das war damals schon präsent, ne? Ja, ja, das war immer cool. Die Leute, die Dings so mit Walkmans halt noch, wirklich, wo du Tapes hattest, wenn du in die Schule gekommen bist, was hörst du da? Kennst du nicht. Kennst du nicht. Geh mal, du hast keine Ahnung. Geh mal. Kennst du nicht, das war schon Dings. Da war, man hat sich beleidigt, wie kenn ich nicht. Man hat so teilweise so getan, als ob man kennt. Na klar, kenn ich. Dann hat man recherchiert so ein bisschen. Voll. Ich kenne das genau, Alter. Dann so. Alter, scheiße, kenne ich wirklich nicht. Was ist das? Genau. Gib mal her. Nein. Genau. Dann überspiel mir mal nein. Genau. Und dann immer diese Tests, wenn einer kennst du nicht, dann doch, wer sind die denn? Wie heißen die denn? Wo kommen die denn? Und so. Wenn du da nicht antworten kannst, dann schon sagen, geh mal weg, Mann. Ja. Möchte gerne Knowledge droppen. Geil. Wie bist du denn an Musik rangekommen? In der Zeit. Also, man kannte seine Plattendealer halt oder die Stores halt, ne, so. Aber ich bin eigentlich auch schon sehr klassisch. Am liebsten zu WOM und diesen Läden gegangen halt, ne, und hab halt immer die Hörproben. Ich meine, es war ja früher, das ist auch so krass, ne, heute die Leute schmeißen dann hinterher so eine Mucke und es ist nur noch eine Datei zum Schicken und ein Streaming und so weiter. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, physisch was zu besitzen. Es hat, dieser Sprung ist so groß, ich kann mich erinnern, wie Leute gedacht haben, als von Platte zu CD ging, da war schon viele so, oh, Untergang prophezeit, so, weißt du. Aber ich war noch so schon CD-Generation. Und Platten und CDs halt, das war was Besonderes, sie zu haben. Also mir ging es auch darum, sie zu besitzen. Ja. Weißt du, was ich meine? So, das war voll oft so, dass ich, mein Kumpel hatte die CD oder so, ich habe sie mir auf Tape überspielt, weil ich sie mir noch nicht leisten konnte oder mir zwei, drei andere geholt habe. Aber trotzdem, als ich sie mir leisten konnte, obwohl ich dieses Album schon auf Tape hatte, habe ich sie nochmal geholt, um es einfach zu haben. Ja, ja, natürlich. Ne? Das war was, das hat was bedeutet, es zu besitzen halt. Und Tape war auch immer die schlechtere Quali und man musste halt zu dem Song immer voll lange spulen und so. Ja. Und man konnte nicht Repeat machen und dies und das. Das war so, Tape war so ein bisschen die, ja, die untere, weißt du, so von der. Das konnte sich aber jeder leisten. Ja, leisten schon auch, aber es war halt so, bei CDs war mal schön, Booklet raus, rangucken und dann immer das Lied anspielen, was man will und ich mach auf Repeat. Ja. Ich weiß noch, wo ich meine erste Anlage hatte mit so CD-Wechsler, so mit 5 CDs. Kennst du diese Kompaktdinger, genau. Ne? Genau, ja. Ich hab so 5 CDs in meiner Anlage, ich kann so, ohne mich zu bewegen, zwischen 5 CDs aussuchen, so. Die Geräusche waren auch immer geil, klick. Ja, geil, genau. Genau, dann Anlage zu haben war wirklich eins der bedeutendsten Sachen für mich so. Das war teilweise, also es ist, wir haben oft darüber geredet, was wichtiger, Anlage oder Fernseher. Und ich war einer der sich nicht entscheiden konnte, so oder Fernseher, aber ich war dann teilweise sogar zur Anlage. Aber wenn es um Musik ging, ich habe ja Anlage, diese Kompaktdinger auch immer an Fernseher geschlossen. Mhm. Um aufzunehmen. Ja, ja, klar. Es ging auch noch zusammen, aber ich meine nur, Fernseher war so das A und O, ne? Ja, so, das war, jedes Haushalt muss einen Fernseher haben. Und ich dachte mal, ohne Musik so, ich hatte mal eine Zeit, da war Anlage kaputt oder ich konnte dann nur, hatte nur einen Ghetto-Blaster oder so, nur Tapes abspielen. Ja. Dann hat mir immer voll krass was gefehlt halt, ne? So. Ja, ja. Das ist so heutzutage so, wie als ob du nur eine App hast oder so, weißt du? Das kann sich niemand vorstellen. Ja, wenn jetzt 18-Jährige zugucken, sagen, boah, sind die alt, Alter. So, ich glaube, mit Absicht. Aber wenn du schon in dieser Zeit zurück, und wir sind ja in so Wilding hier und so, und wenn wir im Hip-Hop-Kontext reden, dann vielleicht, ich mag diese
diese nostalgischen Talks auch immer. Ich erinnere mich trotzdem gerne zurück dahin. Ja. So. Ich auch, weil das ja auch so besonders war. Du hast gerade was gesagt, Booklet in die Hand nehmen, CD aufmachen. Mann, wie so besonders das war, dieses Plastik abreißen. Ja, ja. Aufmachen, Booklet, da waren noch die Texte drin. Ja. Und noch geile Fotos von den Leuten oder so. Und dann, dieses, boah, geil. Wenn ich ein neues Album hatte, es war wie ein Film, wenn ich mir den abgespielt habe. Man haben ja nicht alle Texte drin immer gehabt, so, aber wenn es die Texte gab, boah, das war komplett wie ein Film. Ja, ja. Und wie geil das war. Ich habe dann immer so, du konntest bei der CD doch die Zeit rückwärts angeben. Stimmt. Und wenn ich dann gesehen habe, aber im letzten Song, dass da große Zeit, wusste ich, oh yeah, Hint-Track! Hint-Track! Da hat ein Hint-Track drauf und so, dann, wie ich drauf gewartet habe. Und das war immer auch was sehr krasses. Ey, das haben früher wirklich öfter mal Künstler gemacht, sogar Deutschrapper haben das früher gemacht. Hint-Track war in Skits, waren in, gibt's sowas überhaupt noch, ne? Skits so. Nein, ich glaube, Sio war der Letzte, der diese Skits-Sachen gut gemacht hat. Auch so. Immer, die zwischen war immer erfrischend und die Abwechslung dazwischen und so fand ich. Digga, Redman hat die geilsten Skits gehabt. Bei Muddy Waters auch und so, ne? Oder Snoop Dogg bei Doggy Style. Ja, ja, Skits die war auch gut, weil Doggy Style waren die gut. Das ist Radio Station W Balls. Ich hab oft Easy Dick. Ja, voll geil, aber DJ. Easy Dick. Super geil. I wanna be a motherfucking hustler. Super geil. Ich mochte, I wanna be a fireman. Yeah. I wanna be a police officer. Ja, genau. Ey, yo, Snoop. Also, my name is Snoop, genau. Ja, ja, ja. Ich mochte bei Intros. Ich habe immer oft, wir haben oft darüber diskutiert, was geile Intros waren, aber ich glaube, ich tendiere am meisten zu Ready to Die, Biggie Smalls Intro. Oh yeah. Das war das geilste Intro, was ich je gehört habe. Einfach so das Leben des Rappers, bevor er Rapper wird, in kurz ablaufen. Mhm. Und die Zeit wird dokumentiert mit der gegenwärtigen, mit der Musik, die in war. Ja, ja. Das war da, an der Musik, die sie hinten abgespielt haben, wusste man immer, welchen Zeitraum man gerade sich befindet. Das war richtig genial. Ja. Das hat aber, glaube ich, auch nicht jeder gepeilt. Naja, es war so, erst wurde geboren, war so 70er-Mucke, so, ich hab Superfly und so. Erst fing so an, wird erst geboren, dann streiten sich die Eltern, läuft Run-DMC oder sowas halt, ein bisschen links, oder dann kam der Überfall und so, und dann kam man Knast und dieses so, hey, you be back und so, you won't see me up in this motherfucker no more. Oh, so, shit. I got big plans. Und dann kam die Mucke raus. So, ne? Das war schon geil. Das war richtig geil, Alter. Mann. Oh, guck mal, wie ich abgrenze, direkt vor meinen Augen so. Ein Kopfkino zu erschaffen, einen akustischen Film zu kreieren im Studio, das ist halt die Aufgabe, das ist richtige Regiearbeit halt. Ne? Ja. So. Das konnten die damals. Genau. Das Ding war ja auch, es ging ja damals nicht so hart um Skills, Flow-Techniken, sonst irgendwas. Die haben alle wie einen Film gerappt. Mhm. So. Ja, also die Leute zu fangen halt. Natürlich ist Handwerk eine Rolle, spielt, also sagen wir so eine Grundbasis, aber dieses, was bringst du dazu, ne? Was kannst du hinzufügen, ne? Außer Rhymes und Flows halt, ne? Ist dieses You're just a rapper, so, weißt du, ich bin am das und das und ich rappe, weißt du, so, das war halt das krasse und geile halt, ne? So. Ja, wir waren ein guter Übergang und du hast dann selbst gerappt. Genau. Hat dir das eine Identität gegeben? Eine ganz Hip-Hop hat mir eine Identität gegeben, vor allen Dingen, als es noch eine Außenseiterkultur war. Mhm. Ne? So, jetzt ist ja halt dieses Ding, was wir gerade gesprochen haben, dieses, dass so viele, das ist irrelevant und so. Das ist heutzutage, ist ja dem geschuldet, dass es Popkultur ist. Ja. Und als es nicht Popkultur war, war Popkultur peinlich und ja. Hip-Hop war rebellisch. Genau. Und revolutionär halt, ne? So, und du warst ein Teil dieser Entstehung und so. Weißt du, was ich meine? Das war so. Man hat schon andere, wenn man andere Hip-Hopper gesehen hat, so andere Hip-Hop-Crews, so okay, weißt du, so, das war was Geiles, das war was Besonderes halt, ne? So. War super besonders. Genau, das war's. Und das ist halt, was so nicht ist. Man redet ja heutzutage, ob es überhaupt noch eine Hip-Hop-Szene gibt, ne, in dem Sinne, oder eine Rap-Szene, ne, so, weil sogar nur in diesem einen Element der Hip-Hop-Szene ist schon so gespalten und so viele Strömungen, die gar nichts miteinander zu tun haben eigentlich. Ja. Ne? Aber gibt es ja noch. Also du weißt es ja auch, dass es das noch gibt. Sind ja meistens die Leute, die sagen, Hip-Hop ist tot, die gar nicht mehr zu Veranstaltungen gehen. Irgendwo sind die bei 1991 oder 92 stehen geblieben, romantisieren das, wie es damals war und kommen auf die Entwicklung nicht klar. Eine Rap hat nun mal jetzt 50.000 Leute in der Halle, wenn irgendein großer Rapper kommt, so weißt du. Breaking hat nun mal Riesen-Battles mit 5.000, 6.000 Leuten im Raum. Und also jedes Element hat seine Daseinsberechtigung, aber wie du sagst, gespalten. Früher war alles so ein bisschen eins, ne? Es war so, die Crews waren miteinander verbunden, jeder konnte irgendwas, ne? Oder hat sich für irgendwas interessiert oder wusste, was der andere da macht und so weiter halt, ne? So. Ja, ja, ja. Deshalb heutzutage so, ich weiß nicht so, bei uns jetzt speziell Nische ist ja schon Battle-Rap und Rap-Szene. Mhm. Machen die schon auf Spaltung teilweise, ne? Machen sie, ne? Ja, es läuft darauf hinaus, sag ich mal halt, ne? So, was irgendwie auch absurd ist, ne? Battle-Rap ist Hip-Hop, genau wie alle anderen Elemente, ne? Das gehört ja dazu. Ja, genau, es aber.
ich meine ja nur ein paar, die interessiert dann das nicht so. Ja. Naja, für die ist ja, das Ding ist, Rapmusik an sich hat sich ja so gespalten, dass es Rapper gibt, die überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Genau. So, ne? Deshalb ist Pop-Rap-Ding, deshalb, also es ist halt, es wird benutzt. Mhm. Halt, ne, so, und ich bin da halt auch, da sind wir ein bisschen gleich, dieses Kulturelle und Industrielle. Ja. Ich glaube, das verwechseln halt viele, ne, so. Hat schon Linguist bei Advanced Chemistry gerappt. Mhm. Der ganze Pop-Rap-Scheiß macht nun das ganze Land heiß. Ja, ja. Das ist über 30 Jahre her. Ja, das ist. Das ist zeitlos, das ist eine zeitlose Aussage. Halt. Ja, ja. Also, und gerade, das merkt man ja auch bei Workshops dann immer sehr oft, dass das Negative, ne, was durch die Industrie kommt, halt viel größer, viel präsenter, viel lauter bei Szenenfremden in den Köpfen halt herrscht halt, ne, so, ja. Weil das halt nur Sex sells, Action sells, wie bei allen anderen Sachen halt auch, und dann wird man sagen, das ist Hip-Hop halt, weißt du, so, und das ist ganz aber weit auch, weg von der Wurzel. Naja, die Leute wollten ja Stars sein, ne, man vergisst ja immer, dass in den 80ern die Leute sich wie Rockstars angezogen haben, ich meine, guck dir an, wie Prince damals rumgelaufen ist, das ist heute wieder Hip-Hop-Mode, ja, ne, ja. Rüschen, enge Hosen und so, ne. Das meine ich und nicht, das ist Kunst, das bleibt ja, Kunst ja, halt, ja. Ne, so, aber dieses, Sexualisierte oder das Gewalttätige nach vorne bringen halt, weißt du, was ich meine? So, das ist halt so, was nichts mit der, das war ja gegen Gewalt halt, ne, ja. So, und dass die das aber jetzt nach vorne bringen halt, weißt du, was ich meine? Ich habe mal eine Line gerappt halt heutzutage, früher war es immer so, ey, gib mir einen Plattendeal, um aus der Hood zu kommen, ja. Heutzutage gibt es oft, dass der Schutzgelddeal vor dem Plattendeal kommt, weißt du, das ist einfach paradox. Zuerst weißt du? Rücken. Genau. Und dann schmücken. Ja, und dann schmücken. Moneten zücken. Safe. Sehr gut, sehr gut. Wie war das denn für dich damals? Du warst 17, du hast gerappt, aber es gab ja schon eine Szene in Berlin, ne? Ja, also sie war halt sehr verbunden mit allem drum und, also wie gesagt, mit Writing, mit Breaking, mit allem drum, so DJing und aber auch mit Straße, ne? Das war ja alles ein fließender Übergang halt, ne? So. Und da hat man versucht, sich halt Namen zu machen halt, ne? So, und da musste man halt die Ellbogen auch rausholen, ne? So, es war halt, ist halt keine, ich habe ja gesagt, es ist eine rebellische Kultur gewesen. Ja, ich halt, lächle, ne? Direkt, du lächelst auch. Ja, es ist Battle, es ist Competition, ja. Ne? So, deshalb, du, Hip-Hop ist schon dieses Ding, wo du was verkörpern musst halt, ne? Und ja. Auch dahinter stehen musst, so halt, ne? So, und dieses industrielle Produkt und so war ja eher mal Feindbild. Das war so, ey, hier, Boy, geh, mach eine Boyband auf oder so, wenn du halt dieses Produktding halt, ne? Wir fanden es alle cool, Wohnzimmeratmosphäre, vier Spuren aufnehmen, dies, das halt. Ja. Ne, so, ja, ja. Die Leute haben es gefeiert, das hat heutzutage alles Kultstatus, ne? Absolut. Das finde ich auch deswegen so witzig. Du hast auch gerade was gesagt, es war alles rebellisch. Mhm. Wir wollten ja Rebellen sein. Wir wollten ja anders sein als die Popper. Genau. So, nicht, also ich hatte gegelte Haare, sorry. Aber nicht halt dieses gegelt und dies, das, du weißt, was ich meine. So, yeah. Die Leute haben ja Chiemsee getragen und yeah, dies und das. Es waren halt so die Popper und die Hip-Hop haben dann eher diese Levis oder Sportmarken. Ja, muss aber 501 sein. Ja, natürlich 501. B-Boys haben nur 501 getragen, ne? Wie war das für dich? Hast du nur Rap bedient? Hast du noch andere Elemente gemacht? Also ich habe von allem etwas, außer DJing. So, ich habe irgendwie, immer wenn ich so ein bisschen rumgeklimpert habe, so Beatmaking, ich habe bis heute, mir wird oft gesagt, ich singe Melodien schief und so weiter. Ich habe irgendwie, weiß ich nicht, so, da bin ich nie richtig reingekommen. Also ich habe nie wirklich ein Beat gebaut halt, ne, so komplett. Ne, aber bei allen anderen Sachen habe ich mich hier und da ausprobiert und konnte auch einige Sachen so, aber ich bin nicht so hängen geblieben wie auf Rap. Auf Rap war für mich so ganz, ganz klar. Wobei ich auch einen anderen Approach hatte, muss ich sagen. Halt, ist mir im Nachhinein auch öfter aufgefallen, umso öfter ich drüber gesprochen habe, weil ich war so ein Fan von Schriftstellern und so weiter und deswegen habe ich im Nachhinein oft gemerkt, was hat mich denn an Rap begeistert? Das war schon die Realness-Aspekte, ne? So die Credibility, die Authentizität, das sind Sachen, auf die ich Wert gelegt habe und habe jetzt nicht wie andere MCs nur das reine Handwerk geübt. Ich war jetzt keiner von denen, die zu Hause saßen, stundenlang gefreestylt haben in den Anfängen, meine ich, ne? Und Flows geübt habe, Variationen. Ich meine, viele erfolgreiche Leute, die ihre ersten Steps auch ein bisschen größer gemacht haben, man sieht oft, oder die sich auskennen halt, dass oft Flows gekopiert wurden, gebeitet wurden, richtig, ne, so Hooks und so, ne. Es wurde voll oft ein Schema von einem erfolgreichen Konzept übernommen. Ja. Ich habe halt wirklich viel Wert auf Originalität gelegt und auch auf richtig so, ich weiß noch, mein erster richtiger Solo-Track heißt Auf den Straßen von Berlin. Da sage ich am Ende so, das ist nichts als ein reiner Tatsachenreport. Also jede Line muss stimmen. Mhm. Das war so mein Anspruch. Ich hab, ich war schon teilweise allergisch. Ich war einer derjenigen, also das kann man schon als extrem vielleicht sogar bezeichnen, wenn du eine Line gerappt hast,
die nicht stimmt, war das Fake. Ja. So war für mich so, das war für mich schon so wie ein Stempel. Ich bin da lockerer und toleranter geworden, aber früher war ich so ein bisschen engstirniger, was das angeht. Ne? So, ich kann mich erinnern, wenn wir es jetzt auf Deutschrap bezogen werden, auch große Rapstars, Sido zum Beispiel, gesagt hat, so, ja, ich rap, alles, was ich rap, ist real, aber ich habe einen Song gemacht, den habe ich mir ausgedacht, so Banküberfall. Dann denke ich, oh, fake. Weißt du, das Erste. Aber das ist halt Entertainment und er geht aber auch real damit um. Also deswegen, weißt du, ist es für mich dann jetzt im Nachhinein ein Coin-Faken, so, ne, in dem Sinne. Aber es war für mich so in der Zeit, war ich schon sehr engstirnig und so, die sind echt, die sind nicht echt, die übertreiben, die sind Schauspieler, weißt du, die setzt Studio-Gangster, Actor, dies, das, so. Ich habe sehr schnell mit so einem Begriffen um mich geworfen. Aber wir wussten das ja damals gar nicht besser. Guck mal, wie viele Amerikaner Studio-Gangster waren. Ich bin nicht nur Amerikaner, also egal aus welchem Land die kamen, ich bin, was das angeht, schon ein bisschen, nicht nur toleranter geworden, auch, was ging davon, engstirnig halt. Also ich bin schon aufgeschlossen. Ja, ich bin aufgeschlossener, so open-minded, da würde ich sagen. Obwohl ich war schon open-minded, was andere Sachen angeht, aber in dem Zusammenhang, weil ich das auch aus industrieller Sicht mittlerweile verstehen gelernt habe. Weil damals ich das als Konsument gesehen habe. Ich will reale Mucke haben, ich will einen realen, authentischen Künstler haben. Ja. Aber umso mehr Gangster sie sind, umso weniger Künstler waren sie meistens. Also habe ich damals nicht verstanden, dass du mit den G's so gesehen, mit den echten Gangstern so, du kannst mit denen gar nicht arbeiten, richtig. Die haben auch zu tun, das Handy klingelt. Genau, die ganze deshalb, Zeit, also es ist für mich eine gute Mitte und es ist immer noch authentisch, wenn du einfach mit deiner kriminellen Vergangenheit abschließt und danach halt künstlerisch das verarbeitest. Ja. Wieso hast du das denn so gesehen? Warst du auch Straße? Naja, na klar. Und wir waren so, ich meine, ich habe doch gerade den Song angesprochen, wo es erstmal Tierstar ist, das heißt Drei Schläger. Ne? Genau. So, die erste Line ist, ich step in die Action und rap von der Verbrechen mit dem Mic in der Linken und dem Strap in der Rechten. Das war für mich Gangster-Rap. Weißt du, was ich meine? Du bist ein Bein quasi im Knast und an eins ist auf der Bühne. Ja, weißt du, so, das ist für mich ein Gangster-Rapper. So, weißt du, so. Und habt ihr das auch Gangster-Rap genannt? Ja, klar. Es gab ja diese Zeit, wo man in Deutschland dann Street-Rap gesagt hat, um harte Texte Relevanz zu verschaffen. Sogar so, da habe ich differenziert, was ich jetzt auch aufgeschlossen bin. Ich glaube, ich war in vielen Sachen sehr engstirnig. Zum Beispiel das Berliner Ding war auch immer so, ey, wir sind Ghetto, die anderen nicht. Weißt du, schon so Nebenbezirk sind schon Opfer. So. Weißt du, was ich meine? So, das war schon so, obwohl für außen, das haben wir dann, die Leute, die nach außen Berliner Rap gefeiert haben, die haben den Unterschied gar nicht gepeilt zwischen den Bezirken. Für die war Berlin und es war hart und es war fertig. Ne? So, wir waren hier sehr, oh nee, die nicht und da nicht und so weiter. Und selbst in der Hood, das ist nur aus einer leisen Ecke. Weißt du, das ist nicht so hart wie meine Ecke. Weißt du, so. Und deswegen, also ich habe nicht, doch, ich habe krass differenziert. Street-Rap und Gangster-Rap sind zwei verschiedene Sachen. Ich denke schon, es gibt Street-Rapper, so. Ich habe Sido vorhin angesprochen und viele andere. Azad ist auch Street-Rapper. Ja, absolut. Aber ich sehe die nicht, ich glaube, die selber auch nie als Gangster-Rapper, ne, so. Weil Gangster-Rap geht schon wirklich um Kriminalität. Ja. Ne, so. Ja. Wenn du Street bist, bist du aus der Hood, aus der Nachbarschaft, ne, so. Du kennst halt, wie es ist, ganz unten zu sein, weißt du, was ich meine, so, und sich da zu strugglen, sich rauszuhustlen und so weiter, ne, so, das ist Street alles, ne, so, aber dazu musst du jetzt nicht ein skrupelloser G sein und irgendwelche Überfälle begehen oder sonst was halt, ne, so, aber das war für mich Gangster-Rap dann, wo du wirklich Crime-Rap halt, ne, so, wie ein Film, wie ein Gangster-Film halt, ne, so. Gab's sowas damals schon in Berlin? Was? Richtigen Gangster-Rap. Wo Gangster-Rap begonnen hat? Ja. Ich würde sagen Chanel. Chanel, ja, ne? Der hat Four auf jeden Fall Gangster The Force, ne, so, Timo wird oft vergessen halt, ne, so, aber das sind so die Anfänge vom deutschen Gangster-Rap safe. Hast du auch mit denen zu tun gehabt damals? Na klar, ja, klar, ich kannte Chanel noch vor The Mass. Ja. Ne, und dann ist er zusammen mit Mo, Alexei, Chris und so, das war so die Ecke, ne, und dann hat er später mit Timo halt weitergemacht, so, und, wie so hießen die nochmal, die hatten Gruppennamen, ne? For The Mass, ja. Achso, das war For The Mass. Alles klar. Und dann war The Force halt, ne, so. Ja. Und dann war 030 Gangster-Click halt, ne, so. Davor erinnere ich mich sogar noch an ein Plakat, die waren sogar in Hildesheim. War sehr gut. Ja, mit der Frankfurt, das waren die, glaube ich, auf Tour. Die hatten gab's das Komm auf den Punkt, Hippie, die war sehr nice und auch überlegenes Album halt, ne, so. Ja, habt ihr damals auch so Alben gemacht dann? Was war denn überhaupt dein Anspruch? Du hast angefangen zu rappen? Du hast gerappt? Ja, ich habe mit die erste Gruppe, also wirklich anfing, also ich habe so, ich war ja mit Ben Salomo, Asek und die Ecke halt, ne, so die Jungs aus meiner Ecke, so in Schöneberg halt, ne. Die haben aber ihr Ding gemacht, ihr eigenes, so, Illuminaten noch so, dann Chaosloge haben die sich gebildet, so, da gab's auch schon Rap am Mittwoch und so, 99. Gab's schon. Ja, ja, das war das erste Mal. Und da habe ich auch quasi meinen ersten deutschen Song gemacht, ne, so. Für Rap am Mittwoch.
Was heißt für? Naunin Ritze und ja. Rapper Mittwoch habe ich so die ersten deutschen Texte offiziell gerappt. So. Ach so, okay, okay. Das okay. kann man sagen. Es war 99 auf jeden Fall. 99, 2000 dann so die, um die Era so. Und die haben ihr Ding gemacht und wir waren dann ein bisschen später so mit Cracker Valley, The Irie, Peschmerga, Autodidakt und ich. Lifetime, I need a whole lot of. Bei den Anfängen von Schockmusik, noch ja, bevor ja. Schockmusik hieß. Und das war Big Cell, Rest in Peace, der die Gruppe zusammengestellt hat. Ne, so. Und das war quasi, würde ich eher sagen, mein wirklich Eintritt ins Game. So. Ja, das meine so. Kombination auch mit Cracker das ist so, ja, ja, das, damit hat alles angefangen. Also wenn du mich fragst, wie eigentlich der Anfang von Rap so, würde ich sagen, halt Halbwelt. Das ist meine erste Gruppe. Ne, so, so fing alles an. Da gab es halt eine Trennung, ne, weil die sind bei Schockmusik geblieben und wir haben dann unser eigenes Ding gemacht, Autodidakt Peschmerga und ich als die Schläfer. Und so kam halt Goodfellas Mixtape raus. Ah, ne, irgendwas war, klingelt da gerade bei mir. Da war mit Chanel, ist darauf, ja, haben wir einen Tape Song gemacht, ne? Mit Savage haben wir einen Song gemacht ja. und vielen anderen noch. Ne, so das. Können wir das einblenden? Sehr bunt, na klar. Ja, klar. Eben gerade. Goodfellas Mixtape. Cheer. Geil. Das ist halt aber gerade, du kennst das, wenn so die Bilder im Kopf kommen. Stimmt, ich kenn's sogar noch, Alter. Geil. Wie ging's denn da für dich weiter? Was war denn deine Mission mit Rap? Wolltest du so richtiger Rapper werden mit Songs, Alben, dies, das? War das so deine Mission? Naja, Mission. Wir haben authentischen Straßenrap gefeiert halt, ne? Auch Gangsterrap, ne? So, und wir wollten zeigen, was echter Gangsterrap ist halt, ne? Weil es gab schon diese, ich glaube so Ende der 90er in Deutschland war eher dieses so, an was, wir sind hier nicht in Amerika, hier gibt's keine Ghettos, hier gibt's keine Gangster. So, weißt du, so das war so ein bisschen die vorherrschende Meinung von so ein bisschen. Ja, was soll man sagen? So Oberschichtskindern. Wollte ich gerade sagen, es liegt an dieser, an der Oberschicht, die ja aber in, die ja bei mir in der Gegend halt groß war. Die Kids hatten Zugang zu Hip-Hop so, ne? Naja, die konnten sich, glaube ich, nicht vorstellen, so in ihrer heilen Welt, ne, dass es da Straßengeschichten gibt, die genauso auf Leben und Tod gehen wie in anderen Ländern, wo die Ghettos definitiv härter sind halt, ne? Aber diese Ausgrenzung und so weiter, die ist ja in Großstädten, in Metropolen normal halt, ne? In kapitalistischen Systemen halt so, ne? Und gerade Berlin hat ja da eine einzigartige Historie, ne? Und das ist, glaube ich, was so ein bisschen die Leute durcheinander gebracht hat, weil die Bezirke waren nun mal alle Randbezirke zu Zeiten der Mauer. Aber als die Mauer fiel, waren die auf einmal mittendrin. Ja, ja, ja. Und das ist halt der Unterschied zu allen anderen Metropolen halt, ne? So, aber wer sich da mal schlau macht und alte Berlin-Dokus oder sonst was guckt oder mit Zeitzeugen redet, der kann ja mal gucken, wie es war, Schlesisches Tor Ende der 80er Jahre, da wollte keiner hin halt, ne? Ja. So, das wurde wirklich abgeschoben hin. Und es war, ich weiß noch nicht, wie die U-Bahn fuhr, weil Schlesisches Tor war wirklich Endstation halt, ne, so. Bis dahin und dann nicht weiter. Dann ging es nicht weiter halt, ne, so. Jetzt haben die haben dann aufgemacht, jetzt geht die Endstation bis Warschauer Straße, aber ja, das war früher Osten halt, ne. Und Schlesisches Tor war die Mauer, da fuhr mal, weißt du, mal ein Auto, mal dies, das und diese ganze Bandengeschichte, diese Gang-Culture ist ja halt neu erschienen in West-Berlin halt, kann man sagen, Anfang der 80er, würde ich sagen. Dass sie sich, so dass es auch immer präsenter wurde im Straßenbild. Und das war schon hardcore. Das kam, wenn ich das mit heute vergleiche, waren das teilweise richtig, war schon anarchistisch quasi, ne? Da sind Gangs durch die Gebiete gezogen, die haben dir alles abgenommen. Du konntest dich nicht wehren, wenn du Stiche kassiert hast, da kommt keiner Hilfe. Die Telefonzelle ist paar Kilometer weit entfernt. Und da bist du, da hinten wurde einer abgestochen, da hinten bei dem Block, da, weißt du, du kannst nicht mal den Ort, du weißt, heutzutage gibt es die Privat-Security-Locations. Selbst Handys, ne? Also wie schnell man Hilfe rufen kann, das kannst du gar nicht vergleichen damals. Die Leute haben gesprüht in irgendwelchen Tunneln, in irgendwelchen Verlassenen, wenn die da an den Falschen gecrossed haben und der Stiche kassiert hat, der blieb liegen halt, ne? So. Und das gibt's heute nicht mehr. So, selbst in meiner Hood, selbst in meinem Block Palace, wo ich da wurden ja Leute rausgeschmissen aus dem 9. Stock und alles. Aber damals war das offen alles, ne? Jetzt gab's, jetzt ist so Tore abgeschlossen, es gibt Privatsecurity, es gibt Überwachungskameras und so weiter. Das war ja kein lukratives Geschäft vorher. Es gab's gar nicht halt. Ja. Ne? So. Und deswegen, wenn du da und das Ding ist halt, meistens hast du so eine Leute ja immer in unerwarteten Ecken getroffen, in irgendeiner miesen Gosse, wo du, weiß ich nicht, eine Abkürzung nehmen wolltest oder sonst was halt. Und die haben sich auch immer so ein bisschen so von der Öffentlichkeit so ein bisschen distanziert, gehen irgendwo kiffen, gehen irgendwo dies, das, so ein bisschen undercover. Und wenn du da durchläufst und da bist du schnell in der Jacke und sonst was losgeworden. Wie oft sind da Leute halbnackt wieder weggeschickt worden? Vom Pallas. In Pallas, Kreuzberg, egal wo halt, ne? In vielen dieser großen Gebäude und so, ne? Auch die Bezirke, wo wir, was ich gerade meinte, wo wir engstündig waren, wo wir sagten, ach, das kannst du nicht mit uns vergleichen, mit unseren Hood so, gibt's auch in etwas mittelständischen Bezirken immer
diese paar Blocks, die auch sehr ghetto-mäßig waren halt, ja, ne, so. Ja. Und da sollten die Leute, die dann drumherum ein bisschen gut bürgerlicher aufgewachsen sind, wurden da auch halt geknechtet, ne, so. Welcher Bezirk warst du denn? Schöneberg. Schöneberg, also der Palast, ja, ja. Stimmt. Ja, ja, Palast war mein, ja, Vater, meine Mutter, ich war Kurfürsteneck, Potsdamer halt, ne, deswegen, also das, mein ganzes Leben dreht sich Kurfürsten und dann, wo ich sonst zu Hause raus war, war ich kurz noch in Moabit, paar Jahre so, 7 Jahre insgesamt war ich noch in Moabit, aber die längste Zeit meines Lebens habe ich in Kreuzberg verbracht, dann Hallisches Tor und es ist auch nur 2 Stationen entfernt, 3, ja, von Kurfürsten, also es ist ja eigentlich, ja, so gar nicht so weit voneinander entfernt, das eine ist nur Schöneberg, das andere ist Kreuzberg. Ist eigentlich, ne, in der Nähe geblieben. Es ist, oder, alles das Gleiche. Ich erinnere mich halt an dieses Palastbild. Da war ja mal so ein geiles Graffiti, durch, wo man so durchfahren, ja, ja, konnte, wie beim Kotti halt. Also, ja, ja, klar, ne? Da haben wir alle mal rangesprüht früher. Ja, du, ja, hast auch gesprüht? Ja, ja, na klar. Ja, geil, was hast du gesprüht? Soam. Soam? Ja, ja. S, was? S-O-U-M. Ah, Soam, ja, ja, was heißt Soam? Ich hatte keine, es war eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Von Buchstaben, wa? Die ich einfach cool sprühen konnte, so. Ja. Aber es war eine relativ kurze Zeit, sage ich so, 5 bis 6, 7 Jahre, würde ich sagen, so. Geil. Sollen wir beide mal tanken? Let's go. Ein kleines bisschen kann ich noch. Wir haben ja ein paar Marker hier. Okay, let's go. So, also du kommst auch aus der Straßenkultur. Kann man, das war auch so sein Ding. Ja, also ihr habt ja viel draußen auf jeden Fall. Ja, na klar. So, und Hip-Hop hat dir aber dann gezeigt, dass gewaltfrei Leben cooler ist. Oder wie war bei dir der Übergang? Ja und nein. Also es hat miteinander zu tun gehabt, weil, wie gesagt, diese Ellbogengesellschaft und so weiter war schon da, aber auf lange Sicht, mhm, ne, hat mich das rausgeholt. Ne? Also dieses am Ball bleiben. Ja. Ist nicht so, dass du gestern tickst, heute sprühst und dann bist du raus, ne, so, das ist ja nicht so leicht halt, ne, so, man braucht schon ein paar Erfolgserlebnisse, man muss sich einen Namen machen, ne, das gehört halt alles dazu, so, aber es hat eine Perspektive geboten. Ja. Das ist etwas, was andere nicht hatten, besonders wenn du ein Talent entdeckst, was du dann leidenschaftlich verfolgen kannst. Mhm. Die Leute, die das leider nicht haben oder niemanden hatten, der sie geglaubt hat oder gepusht hat und supportet hat, die fallen dann leicht in die alten Muster wieder zurück, in die Strukturen, ne, so, die kommen dann wieder, weißt du, Knast rein, raus, dies, das halt, ne, so. Also bei mir war das schon so, nach meiner letzten Entlassung, dass ich sagte, nee, ich will nie wieder rein, ich lass alles sein auch und setz alles auf die Karte, Hip-Hop, auf Rap vor allen, ja, Dingen, so, und musste halt meine Nische finden und das hatte ich dann im Battle-Rap gefunden, ne, so. Wer mehr darüber wissen will, guckt, alles aktenkundig. So richtig oder nicht? Yeah, auch, ja, ja, das, ja, sind 2 aktenkundige Geschichten auf jeden Fall. 2 sogar. Meine Freunde, ihr habt es gesehen und gehört. So, sehr gut. Das ist ja aber auch das Besondere an Hip-Hop. Weißt du so? Ich war ja nie so ein Straßentyp. Ich sage immer, ich war auf der Straße zu Besuch, habe ich dir ja schon mal erzählt. So, ich hatte ein schönes Zuhause so. Man kannte halt die Regeln, man kannte die Leute. Die haben einen noch akzeptiert, weil man Hip-Hopper war. Ja, die hätten mich nie im Leben akzeptiert. Die haben gesagt, das ist unser Rapper. Das ist unser Breaker. Weißt du, und die, ja, Türken haben immer gesagt, das ist unser Rapper-Sie. So, ne, komm mal her, komm mal her. Ja, klar, her, das meine ich bei Straßenleuten, die wirklich gar nichts mit Culture auch zu tun haben, auch. Ich habe auch Freunde gehabt, die sind, ich habe manchmal bei einigen, also das war dann schon im Knast, da habe ich gar keinen Namen gehabt. Nee, ich lande Rapper. Ja, 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 oder? Unser Rapper, komm mal her. Ja, komm mal, das ist einer unserer Rapper hier. Rapper. Genau, so. Rapper. Und dann, du weißt doch, du repräsentierst eigentlich nur unsere Gegend, so, weißt du, ja, was, ja, ich meine? Und dann mögen die so, wenn du irgendwas sagst, was die anderen auch fühlen halt, ne, so. Viele haben es geschafft, sich so einen Namen zu machen, weißt du so. Und das ist gerade das Geile am Battle auch gewesen, weil die Leute, die auch körperlich unterlegen waren, haben dann eine Möglichkeit gehabt, sich Respekt zu verschaffen halt, ne? Und die Leute hinter sich zu scharren und so weiter. Ja. Und dann ging es halt um andere Werte, ne? Nicht diese typischen Unterdrückungsmechanismen und so weiter, ne? Das ist das Geile an Hip-Hop, wie ich immer sage. Du kannst aussehen wie Steve Urkel. Genau. Ne? Aber du kannst der Chef sein. Genau. Die Skills stehen im Vordergrund. Genau. So, finde ich, ist auch ein guter Übergang. Mhm. Wie hast du denn deine Skills trainiert? Ja, das ist eine gute Frage. Ich versuche einen Anfang zu finden. Ich denke schon, dass das Entdecken so darin lag, dass ich gerne geschrieben habe. Mhm. Vielleicht sogar noch weiter vorher. Ich habe gute Noten bekommen für Aufsätze oder sowas. Konnte auswendig lernen schneller als andere Mitschüler. Hast du erwähnt. Ne, so, ja, dass man vielleicht da, aber der Punkt, ich habe halt, was ungewöhnlich war, was niemand in meinem Umfeld gemacht hat, ist Tagebuch schreiben. Und das hat was mit meiner, ich war ein großer Fan von Alex Haley, ein Schriftsteller, Roots, eine Serie, die ich immer geguckt habe. Und ich mochte, wie er seine Familiengeschichte, ich bin so generationsfreak gewesen, wie er das alles aufgeschrieben hat, wie er alles recherchiert hat. Das hat mich halt hart inspiriert, so das Buch zu Malcolm X, was er geschrieben hat. Das sind seine 2 Erfolgsbücher halt, Kunterkinte und Malcolm X, ne, also Roots. Und ich glaube, irgendwann fing ich an,
wo ich gesagt habe, ich will auch meine Geschichte schreiben, beziehungsweise erinnere ich mich noch genau an den Tag, weil ich war 15 und ich habe irgendwie so ein Hefter gefunden, wo ich eine Geschichte, einen Tag aufgeschrieben habe, wo ich 11 war oder 10 oder 11 war, so was in die Dreh. Die war schon da 5 Jahre alt. Und ich habe mich beim Lesen so krass in diese Zeit und in dieses Gefühl hineinversetzt, dass ich mich auf einmal wieder jung gefühlt habe. Krass, mit 15 habe ich mich wieder wie 10 gefühlt. Yeah. Voll krass. Aber ich war so, ich hab das so detailliert aufgeschrieben. Es war so ein Fußballspiel und die Namen, die Jungs auf dem Spielplatz. Und ich hatte diese ganzen, das ganze Szenario wieder richtig detailliert vorm Auge. Das hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, ich schreibe jetzt Tagebuch und bin dann relativ dran geblieben. Also ich bin über weite Strecken sehr konsequent, habe ich geschrieben, ja, 10 Jahre lang da. Dann kam so diese auch so Knast und Haftzeit und so weiter, wo ich auch wieder Lücken hatte, ne, so, und aber auch mal dann Träume aufgeschrieben habe und so weiter. Aber dieses Dokumentieren wurde mir wichtig. Ja. Und irgendwann wollte ich halt das auf Beats bringen, so, ne, und das ist, was ich vorhin schon ein bisschen angesprochen habe, so, dass ich nicht das typische Ding gemacht habe, was MCs eigentlich machen sollten, ne, Stimme, Stimmeinsatz, Tonlage, Flow-Technik und so weiter. Ja, ja. Das ist, glaube ich, auch ein großer Kritikpunkt an also den ich oft bekommen habe, wenn Leute sagen, wie, Rap's nicht richtig oder so, ne, das ist im Takt oder so. Das war gar nicht so mein Anspruch, dass ich so das immer wollte. Ich wollte mehr dokumentieren und diesen Wiedererkennungswert haben, ne, so, ja, ja. Dass ich sage, ey, ich bin unverkennbar, wenn man mich hört, ne, so, das war mir viel, viel wichtiger, ne, so, das ist so ein Ding, ja, du klingst nicht wie der oder der halt, ne, dass man auch dieses, dass man sich nicht verstellt. Kennst du das, wenn du Rapper hörst, du sagst, du erkennst gar nicht, dass es diese Person ist, weil vielleicht redet sie ganz anders und auf Track, und das war mir zum Beispiel wichtig, dass man sagt, man erkennt sofort, dass ich es bin, so. Das war so eher mein Anspruch und das war so mein Approach auch, so aus diesem Winkel kam ich eher an und das war so, wie ich Musik gestalten wollte halt, ne? Das war ja auch das, was ich vorhin meinte. Ich habe auch viele Rapper gehört, die gar nicht diese Flow-Pattern hatten oder irgendein krasses musikalisches Verständnis, sondern die haben einfach nur gespittet, waren mal neben dem Takt oder nach dem Takt, aber die haben geilen Scheiß erzählt und du hast denen voll gern zugehört. Genau. So. Und das gab es halt in Deutschland nicht. Die Leute mal sowas und immer diese Flows so. Voll gehasst sogar, also dieses Individuelle, ne, so, ich weiß noch, da gab's auch, ich hab Rascals voll gemocht, ne, ja, so, voll und geil. Da gab's einen Song Waterproof MC, den ich mal richtig nice fand, so, der war für mich auch sehr stark und so, und da haben auch viele, also, dann habe ich immer gemerkt, wie die Kriterien, die hier herrschen, von einer relativ breiten Masse, so, Die diskreditieren meine Lieblingsrapper aus Amerika eigentlich damit auch, ne, so. Ja, ja. Und da habe ich aber auch die Lines dann gefeiert, wenn dann so, ich glaube Stiebers, ne, waren sie dann so, ey, mich kotzt das an, wenn jeder in Deutschland aus Hip-Hop Wissenschaft macht, so, ja, ne. Ja, ja. So, dass die dann also dieses verkopfte Rangehen an Musik, ja, ne, also im Endeffekt ist Energy und so, das ist viel, viel wichtiger, was rüberkommt, ein Feeling, eine Emotion zu transportieren, als dieses im Kopf so volles Schema auseinandernehmen. Ja, so und so viel silbrige Reime, die alle so, weißt du, so im Kasten sind, zu robotermäßig halt, ne, so, das ist gar nicht mein Ding, so, ne, das. Hast du saugut definiert gerade, genau, das hat mich auch immer sehr gestört, so. Ich sag dann auch immer gerne, Savas war der Erste, der das durchbrochen hat, genau, für mich. Genau, genau. So, als ich den gehört habe, geil, endlich macht das mal jemand, Mann. Wie der auch Silben getrennt hat, so, weißt du? Ja, der hat einfach ein Wort getrennt, was nicht zu trennen ist, so. Ich glaube auch, die, das, was er, die Tür, die er aufgemacht hat, ist viel größer als viele andere Türen, die geöffnet wurden, weil vor ihm war nicht klar, also was es möglich ist, überhaupt zu sagen. Ne, also die Obszönitäten, die Türen aufgemacht haben für alles, was wir heutzutage hören. Ne, so, ich glaube, das wird unterschätzt immer noch. Ne? Tatsächlich wäre es ja heute nicht mehr möglich. Er würde ja kaputt gecancelt werden mit allem. Mal abgesehen davon. Ja, das ist ja mal abgesehen davon natürlich, aber das ist halt überhaupt, also rapmäßig, ne, dass man Deutsch cool rappt, ne, so, und das ist auch Straßenrap und später auch Azad und so weiter, ne, die vieles auch gemacht, wo man sagt, ey krass, jetzt höre ich auch, jetzt identifiziere ich mich auch. Also ich glaube, Impact ist für mich immer noch das höchste Kriterium halt, ne, so, um den Status und das Level eines MCs zu bewerten. Ja, wo wir da bei Level waren. Ne? Ja, und ja, Status, genau, Legende, ne? Und so. Legende ist ein Level, meine Freunde, nicht vergessen.
Auch Level ist Legende. Yes. Kann man die Alters mal gucken. Hab ich verstanden. Oder hast du es gesagt wegen dem taktlos Rappen? Es hatte damit überhaupt nichts zu tun. Okay. Gar nichts. Was hast du denn damals gepumpt? Hast du Deutschrap gepumpt? Ich muss sagen, ich habe mich erst angefangen, ein bisschen zu amüsieren darüber. Ja. Und ich hatte halt Freunde, die das gelangweilt hat, weil ich zu viel Ami-Rap gepumpt habe und die halt nichts verstanden haben. Und die haben dann simple Sachen schon gefeiert auf Deutsch. War man so, aber man hat es halt nicht laut gepumpt. Ne? Ich mochte aber vieles schon, was man noch nicht gehört hat in Berlin. So, ne? Es sei denn, es waren so wie Fresh Family und so Sachen, die wir alle konnten im Hof halt. Ne? So, aber dann gab es halt auch andere Sachen, wo ich dachte, wow, ey, geil, der hat ja krass gereimt und so. Also ich habe das schon schnell erkannt, wo einer dope ist und nicht. Mhm. Ne? So, und da kamen diese ganze Fraktion da, Heidelberg, Stuttgart, Hamburg auch und so weiter. Ja. Halt, RAG und so waren auch schon krass halt, ne? So, dann dachte ich mir, ey, geil, Alter, so, ne? Und das ist, die können das, ne? Da habe ich gleich das erkannt, ne? So, das ist nicht leicht, was die machen. Mhm. Aber Hip-Hop war halt nicht groß. Ne? Was gab es? Ein Freestyle, dann Workup. Ja. So, ne? Ich würde ja immer behaupten, die Szene so an sich war größer als die mediale Präsenz. Damals. Ich meinte gerade mediale Präsenz, genau. Ich meinte eher darauf, dass du zu Hause, ohne auf Jams zu gehen und so, was du sonst so mitbekommst halt. Mhm. Ne? So. Und ich habe aber wirklich gepumpt. Ist schwierig. Ich habe echt, ein Tape mal gemacht, weil ich hatte ja ganz viele, ich weiß noch, ich habe irgendwann auch so eine Reihenfolge reingebracht, dass ich so an die 200 Tapes hatte und irgendwann bei 123 war das erste Mal, dass ich so gesagt habe, okay, was Deutsches, war so mein erster, auch mein Song. Aber ich fand dann Samy Deluxe ganz gut halt, das haben wir schon mal schon angesprochen ne, so. Und dachte mir, das ist krass, die können wirklich gut rhymen, so, ne, und so. Und dann habe ich angefangen, denen zuzuhören und so weiter, ne, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, das war auch der Startschuss eigentlich, wie Ami-Rap auf Deutschland klingt, so, ne? Ja, also der ganze, die Aufmachung, so, auch wo die auch gerappt haben, die haben ja dann Savas und Samy haben ja einen Song zusammen, Es ist okay, auf Mel Beats, okay. Ne? Das klang auch, die haben es auch in Amerika gedreht, glaube ich halt, ne, so, das kam schon cool rüber dann damals. Ja, da merkt man aber auch, dass beide so dieselben Flow-Roots haben, also auch diesen Anspruch an Flows, so, ne? Genau. Weil Samy hat ja sehr amerikanisch geflowt. Mhm. Ich glaube, da hat sich ja auch die deutsche Rap-Musik gewandelt halt. In dem Moment war klar, die deutsche Sprache muss nicht mehr so eckig und kantig sein. Man kann auch Wörter amerikanisch aussprechen. So, ne? Ja, also Hauptsache, der Vibe kommt rüber. Ich habe Rolle mit Hip-Hop gekauft, weiß ich noch. Ja. Ne? Das war auch Afro-Hop, fand ich richtig gut. Ne? Das war für mich in der Zeit so vor Savage, vor Samy, so vielleicht auch, wenn das heißt vielleicht, er war doch definitiv der beste deutsche MC, würde ich sagen, zu der Zeit. Halt auch, er hatte auch eine geile Stimme, Alter. Genau. Der hatte seine Präsenz, war auch krass. Stimmpräsenz fand ich auch. Da kam wirklich was rüber, so, ne? Das war so auch der erste deutsche Party-Track, würde ich sagen. Mhm. Deutsche Rap-Track, ne? Den man im Club spielen Ferris konnte. Mit Ferris, ne? So. Deshalb, das war, Ferris, war eine geile Era, genau. War eine geile Era, so, ne? Specialist habe ich auch schon angesprochen, habe ich auch voll gefeiert, weil die haben endlich Berlin represented halt, wie Berlin halt auch ist, ne? So gerade Harris hat immer sehr Berlin hat auch und so, ne? Und die Themen, über die sie gesprochen haben, waren halt wirklich von hier. Ich konnte das auch alles schnell verbildlichen, wenn ich zugehört habe halt, ne? Naja, aber die haben es so hart auf den Punkt gebracht, das war nicht cool mit unseren Eltern, ehrlich, ey. Wenn ich das gepumpt habe, wie, ihr trinkt die ganze Zeit und kifft und bla bla. Das rappen die doch, ey. Ihr seid doch bestimmt auch so. So was. Das hat bei mir zum Glück keine große Rolle gespielt. Ich glaube, da war eher so die Ami-Sachen, die ich gepumpt habe, waren visuell zumindest ein bisschen abschreckender. Ja, aber das war ja viel zu weit entfernt. Mhm. Für die war das ja so, das ist so Hollywood. Naja, ich hab's halt nachgemacht. Weißt du, so wenn ich so Ami-Rap-Videos die ganzen Tag rauf und runter höre, so, ne, und ich fing an, mich genauso anzuziehen, und ich laufe rum, Bandana über die Nase, Waffen und so, weißt du, was machst du da die ganze Zeit? Ja, natürlich einen Knopf zu. Genau. Dickies bügeln mit der Kante. Und so weiter halt, ne? So. Ja, Chucks tragen drunter, weil anders geht nicht. Deshalb, ne? Ja, ne. So. Ey, modisch, ey, die Mode war super geil, Mann. Es ist auch, es gehört auch zum guten Ton, was ich glaube, wenn wir bei Generationskonflikte wieder reden, so, Gangster waren cool. Das war wirklich so. Also in der Schule, man wollte nicht der Gemobbte sein. Ja. Man weiß so, ich fand halt so, auch
es hatte Einfluss in alle Bereiche des Alltags, selbst in der Comedy. Ich meine, Will Smith war cool. Weißt du, was ich meine? Es war so Snob-Geschichte, aber der Typ aus dem Ghetto kommt hier rein und macht euch alle cool. So, ne? Das war halt wirklich so, bevor es so Big Bang Theory gab und sowas. Die Nerds waren nicht cool. Halt, ne? So, das meine ich. Aber jetzt im Gegenteil, die waren die, die Computer erfunden haben und alles, oder alles programmiert haben, die dann, they run the shit now. Das war damals irgendwie nicht cool. Man wollte immer draußen sein, man wollte sich nichts sagen lassen, präsent sein. Deswegen meinte ich gerade der Einfluss, weil wenn ich von meiner Elternsicht betrachte, halt, es war ja nicht so, man wollte draußen ernst genommen werden und man ist so rumgelaufen und man hat Präsenz gezeigt, weißt du, was ich meine? Als man wollte sagen, ey, ich bin von der Gang, ich bin auch Straße, ich bin G, das gehörte zum guten Ton, sage ich mal halt auch, ne, so, was natürlich nicht gut ist für einen Einfluss auf Jugendliche, wenn man jetzt die Schattenseiten halt aufzeigt. Das war halt oft das Problematische an der Geschichte, als es alles neu war, ne, so. Aber wir wollten ja rebellisch sein und anders hat ja eher damit zusammengehangen, so, ne? Ja, also rebellisch sein, ne, und für einen positiven Zweck, ne, dieses ganze Gangster-Ding so. Das meinte ich vorhin, was die gute Mitte ist halt, ne? Dieses Real, Real, Real G, irgendwann ist too much. Ja, dann wird es halt radikal und extrem halt, ne? Aber wenn es jetzt halt darum geht, wo NWA neu war, ne, so ein Fuck the Police, das kannst du nicht mit dem Gangster-Rap, der heute so, wo die teilweise sich, wo die sich alle gegenseitig abknallen, wo Disrespect auf höchstem Level mit Toten reinziehen und auf Friedhöfe und Gräber pissen und so weiter, hat nichts mehr mit. Für mich mit einem Battle-Schlagabtausch halt zu tun. Ne? So, das ist halt way too much. Da bin ich wieder alter Konservativer halt, ne? So, wo die sagen, wenn du fragst die Drill-Jugend und so, die haben wieder ganz andere Maßstäbe. Ja, aber die sagen noch ganz schlimmere Sachen. Genau, deshalb, weißt du, wirken wir wieder teilweise konservativ halt, ne? Ja. Weil wenn wir machen wir gerade einen nostalgischen Ausflug. Ich erinnere mich, wo ich 15 war, fand ich vieles, was Ältere gesagt haben, sehr konservativ. Weißt du, und wir haben, was war da, come on, ride a train, bla bla, wenn da ein bisschen rumgefreakt wurde, so Jodeci-Style im Club, fanden wir das cool und war nicht so krass anstößig, ne, und die älteren Generationen haben gesagt, boah, krass, wie die Mädchen sich hier mit 18 benehmen in der Disco, so waren wir nicht, als wir jung waren und bla bla, heutzutage bin ich der Konservative, als wenn ich in eine Schule reingehe und ein 13-jähriges Mädchen da twerken sehe auf dem Tisch, dann sag ich mir, what the fuck, und ich sag dann so, ich bin jetzt der konservative Opa, wollen die mir dann sagen, Aber Bro, auch als ich 13 war, war ich erstens nicht im Club und da gab es auch keine 13-Jährigen, die getourt haben. Ja, also aber ganz oft, es verschiebt sich, ne? So. Ich weiß, was du meinst. Als ich zum Beispiel 16 war, als wir in die Clubs gegangen sind, war alles noch nicht so sexualisiert. So, ne? Also die haben sich schon freizügig alle angezogen. Ja. Das war schon nice. Nur nicht wie heute. Männer und Frauen gehen halbnackt im Club, um ihre Körper zu zeigen. Genau, also es wird sich sehr viel darüber definiert. Genau. Ne? Sexualität, so eine Rolle. Du bist hässlich, du bist schlecht, du bist hübsch und vor allen Dingen nicht mal du bist, sondern du wirkst nach dem Maßstäben, du inszenierst dich hübsch, sagen wir es sogar so, ne? Weil die Maßstäbe, die wir hatten, wir reden ja, die waren ja halt ganz anders halt, ne? So, ich meine, es ist auch ein bisschen normal, wenn ich jetzt sage mal Rock'n'Roll-Jugend in den 50s sehe, da haben die damals gesagt, das sind die Rebellen und so weiter ne? So, für mich waren das dann schon die Opas halt, ne? Ja, so, waren das, sie ja dann auch. Waren sie dann auch. Deswegen denke ich, dass es so ein gewisser Generationskonflikt eigentlich auch normal ist halt, ne? So, aber es ist cool, wenn gewisse Werte auch mal wieder rückkehrend sind halt, ne? Dass es so eine Art wie ein Kreislauf halt ist, ne? Weil irgendwie ist es immer, ich meinte doch vorhin schon, dass ich so ein Generationsfreak bin und oft dieselben Probleme einfach wiederkehrend sind. Ja, ne? So, das ist in der Jugend, sagst du, ah, scheiß drauf, was die Älteren sagen, und wenn du dann reinwächst, weißt du, okay, das ist, was sie gemeint haben halt, ne? So. Es geht ja da auch um die Verrohung der Jugend dann so, ne? Wenn die wieder das nächste Level erreicht hat, wie wir wieder bei dem Wort sind, so, dann greift auch Hip-Hop schon wieder. Ja. So, weißt du, es war ja damals so, wenn die Missstände so groß waren, hat immer Hip-Hop auch geholfen. Mhm. Also ich will jetzt keine Umstände relativieren, aber wenn es um Hip-Hop geht, haben dann eigentlich immer alle die Kurve bekommen. So, ne? Wenn wir jetzt natürlich von der Pop-Welt reden, ist das nicht so realisierbar, weil das lebt ja von diesen Skandal überspitzen, noch härter rappen, noch härter sein und so weiter. Aber wenn es darum geht, fängt ja Hip-Hop da schon wieder auf. Ich bin der Meinung, dass, wenn alles wieder zu krass wird, ey, was sage ich seit Tagen mit diesen komischen Internet-Bashing mit den Leuten, wie die sich alle wieder dissen und beleidigen, macht doch mal wieder alle Hip-Hop, Alter. Das Ding ist halt, kulturelle Werte sind nicht so in wieder gerade, ne? Also die Hype-Fans bestimmen so ein bisschen die Richtung. Ja.
Aufmerksamkeit wird als gut gehandelt, was es zu beneiden gilt. Und ich glaube, das kommt so aus dieser Ecke. Mhm. Das siehst du dann an diesen Begriffen, wie sie dissen. Im Battle Rap lernt man sehr viel darüber, was ein Gegner denkt, was verletzend sein könnte. Ja, ne? Du disst nicht, du disst, weil du denkst, dass es verletzend ist. Das ist deine Art zu dissen. Deine Stilmittel spiegeln sehr wider, was du als verletzend empfindest. Deswegen benutzt du das als Attacke. Ja. Ne? So. Und deswegen hört man dann voll oft so, ja, er macht für Klicks, er macht auf, weißt du so, er soll in die Bedeutungslosigkeit verschwinden. Ja. Als, weißt du so, als ob alle denselben Anspruch haben, Aufmerksamkeit zu generieren. Ja, weißt du, dann lass uns zu TikTok gehen und lass uns Namen in den Mund nehmen von berühmten Personen und die beleidigen und wir haben unsere Aufmerksamkeit. Aber das ist nicht, was erstrebenswert ist, wenn du kulturelle Beiträge haben willst. Ich habe vorhin angesprochen, Impact ist sehr entscheidend für mich. Das ist, was mich halt geprägt hat. Halt, ne, so. Und ich würde mich freuen, wenn ich weiterhin einen Impact hinterlassen kann und wenn es nur in diesem kleinen Rahmen ist. Ne, so. Mhm. Meine Props sind nicht immer ein finanzieller Erfolg. Ne? Es ist eher so sogar, es ist teilweise umgekehrt. Die Male, die ich viel Aufmerksamkeit hatte mit irgendwelchen Sachen, die ich gemacht habe oder auch unsere Battle-Rap-Shows, das waren nicht die besten Erlebnisse. Das waren nicht die tollsten Sachen. Das ist, was die Leute vielleicht denken, die Hype-Fans, weil sie sich wünschen würden, viel Aufmerksamkeit, denken die, das ist das Gute daran. Das ist für mich nicht das Beste gewesen und ich auch nicht immer das Erstrebenswerteste. Mhm. Ich könnte wieder versuchen, eine riesen Halle zu füllen und versuchen, das, was ich schon gemacht habe, aber ich weiß ja, da war, I've been there, done that. Yeah. Ne, so. Wenn es etwas ist, mit was ich liebe, mit etwas, was ich gerne tue, dann gerne, ja, ich würde es immer gerne mitnehmen, aber dann nicht extra nur dafür. Weißt du, was ich meine so? Yeah. Es ist so, dann sind wir wieder in der Industrie. Lass uns Wollte ich gerade sagen, so funktioniert aber die Industrie. Genau, lass uns ein Produkt schaffen, dann sind wir industriell. Weißt du, aber ich war nie ein Industrieller. Sonst hätte ich schon Anfang, ich habe angesprochen damals, das Schockmusik, das erste Ding, das war das erste Mal, dass ich einen Vertrag, nee, das war das zweite Mal, dass ich einen Vertrag nicht unterschrieben habe. Wenn ich ganz genau gesagt habe, ich mir gar nicht erzählt, ich war schon mal in Hamburg bei einer Labelgeschichte auch, da haben wir auch das war noch Vorschockmusik und das war, und da habe ich alles nicht gefeiert, was sie dann gemacht haben. Die wollten Dinge tun, die ich nicht machen wollte, aber ich war erstmal geblendet als junger 19-Jähriger oder so, ne, da haben die gesagt, da und haben mich da in Whirlpool im Blubberwasser gesetzt und gesagt, ey, da mach mal dies, mach mal das und ich habe mich erstmal cool gefühlt, so, weißt du, so, du fühlst, weißt du, du bist 19, kriegst Schmuck, da waren schöne Frauen, da waren dies, ein bisschen, weißt du, so, ich kam aus der Hood, so, ich hatte meine erste eigene Wohnung, Moabiter Hinterhof, aus kam aus so einem kleinen Einzimmerwohnung, Dings und auf einmal, weißt du, so ein bisschen geschnuppert, so Big Business. Ja, ja. Und am Ende habe ich den Vertrag nicht unterschrieben, weil es los, wie sauer die waren, weißt du, so. Hast aber die, ich habe gesagt, alles, ne, haut ab, könnt ihr alles behalten, ich will gar nichts haben, dies, das, ich bin gegangen, so, ne, dann, deshalb, es ist nicht, also, es gibt die Leute, die für Erfolg über Leichen gehen, aber ich weiß nicht wirklich, wer davon glücklich ist, also ich beneide davon keinen. Ja, es war ja halt auch nicht dein Weg, genau. So wie ich das gerade raushöre, du hast ja vorhin auch gesagt, das war so eine Entwicklung, eine organische Entwicklung zu deinem Namen, dein ganzes Hip-Hop Leben war eine organische Entwicklung bis dahin. Ich habe ja gerade gesagt, ich wollte nicht weit auf die Knastsache eingehen, die sollen mal alle AK gucken, dann wissen die Bescheid. Okay. So, ne? Würdest du denn für dich sagen, dass speziell Rap, dieses Element vom Hip-Hop, dass Hip-Hop dich gerettet hat? Safe. Ich weiß das ja auch im Vergleich mit den Leuten, wo der Werdegang gestartet ist. Mhm. Ne, so ich, mit Leuten, die leider nicht am Ball bleiben konnten teilweise. Weil sie immer wieder in Muster verfallen sind in Alter, vielleicht auch niemanden hatten, der sie hier und da auch aufgefangen hat. Ne, so wichtig ist halt wirklich, Menschen zu haben, in der Regel ist es familiärer Background. Ja. Ne, es gibt halt Leute, die auch mal in ihrer rebellischen Jugend krasse Ausflüge machen, aber die landen halt weich, wenn sie mal fallen. Und dann gibt es Leute, die landen tief, weil sie halt keinen stabilen familiären Background haben. Ja. Oder gute Freunde oder jemanden halt, ne, so, und dann verläuft das im Sande oft oder die können irgendwann nicht mehr aufstehen, ne, so, das ist dann halt schwierig oder haben dann doch aus Verzweiflung irgendwas getan, was langjährige Konsequenzen hat halt, ne, so. Ja, wie war es denn bei dir? Also ich würde schon sagen, dass als ich meine Nische gefunden habe, ich bin ja, wie ich gesagt habe, 2006 bin ich dann das letzte Mal entlassen worden halt, ne, so, und wo für mich klar war, meine Freundin war damals für mich sehr da halt, ne, so, und das war für mich dann auch so, es war so ein, weißt ja, wie es ist so, ne, im Leben ist es halt, wenn es dir gut geht, können alle deine Freunde sein und klar, auch in einer Beziehung, ne, so,
Aber ich denke, jeder weiß in seinem Leben, wenn er harte Phasen hatte, Downs hatte, tiefe Phasen, wer dann für ihn da war. Mhm. Und wenn da die Familie da ist, weißt du, ne, wer hinter dir steht. Oder auch eine, wenn du eine feste Beziehung hast oder eine Treue oder eine Liebe, dann schweißt das halt sehr zusammen. Genauso wie mit Freunden, mit denen du durch harte Zeiten gehst, halt, ne, so, und dann sortiert man auch ein bisschen aus und nimmt vielleicht andere nicht mehr so ernst und so und widmet sich halt diesem Fundament halt, wo man halt was aufbauen kann. Ja. Und ich habe mich auf jeden Fall nach der Haftzeit auch ein bisschen mehr für Battle Rap interessiert halt, ne, so. Ich bin da, habe ich so meine Nische gefunden, sage ich mal halt, ne, so. Man sieht halt ein bisschen in der Mentality, wie ich noch drauf war bei meinem ersten Battle halt, ne. Ich wollte auch was Neues bringen. Ich habe mich sehr an amerikanischen Standard orientiert halt, ja, ne. Die Rapper, die ich da favorisiert habe, haben so nicht ungefähr die Kriterien gehabt, die in Deutschland favorisiert wurden. Warum? Naja, harter, aggressiver Battle-Rap. Ich meine, es ist so, ist ja auch immer so ein Wechselspiel zwischen Künstler und Publikum und so, ne? Und viel hat mit Identifikation zu tun halt, ne? Und wenn du Lines bringst, wo, wenn du was rappst, wo ein Publikum oder die Konsumenten, der Westempfänger, Sender, Empfänger, ne? Mhm. Wo der Empfänger relayen kann, weil er Ähnliches durchlebt hat, ja, ne? Dann entsteht eine Connection. Wenn du aber ein Publikum hast, was größtenteils aus Leuten besteht, die nicht relayen können, die das nicht fühlen, was du rappst, ne? Die wollen anders unterhalten werden, ne? Oder sagen wir, bevorzugen andere Inhalte, Themen, ne, so, dann wird jemand anderes favorisiert halt, ne, so, und das ist auch in Ordnung, es ist ganz, was ganz Natürliches, ist was Normales, aber das hat auch zu einem Umdenken gemacht, also zu einer Entscheidung, die man fallen muss, ne, man kann stur sein Ding durchziehen und sagen, okay, ihr habt alle keine Ahnung, ich habe hier den wahren, realen Rap, ne, so, und ich ziehe weiter durch auf den Straßen von Berlin Teil 2, Blut an der Hand Teil 3, 4, 5, ne, so. 7 und 8 war im Untergrund vergraben. Weißt du, so, oder ich sag einfach, okay, ich will dieses Battle jetzt gewinnen und entwickle mich ein bisschen weiter, passe mich auch teilweise etwas an und versuche, was Gemeinsames zu entwickeln halt, ne? So, ich sag einfach, das gehört auch ein bisschen zu MC-Qualitäten. Ich sag mal, ein Setup oder eine Playlist zu erstellen, ist auch ein MC-Ding, wenn du einen Auftritt hast, ne? So, ja. Du kannst natürlich deine depressiven Songs rappen, aber wenn du auf ein Festival gehst, würde ich dir halt nicht raten, ne? Nein. Weißt du, so, wenn du weißt einfach, du bist jetzt hier und vor dir rappen 5 Leute und dann nach dir auch nochmal 10, ne? So, dann weißt du, so, und die Leute sind gekommen, um zu feiern, dann bring auch vielleicht was mit, was, womit man Spaß haben kann, ja, halt, ne, ja, so, ja. Also, oder mach eine gute Mischung oder wie auch immer halt, ne, so, und das heißt ja auch Live-Show und nicht live deprimiert sein. Genau, also, ja, du kannst das auch, wenn sie zum Beispiel zu dir auf deine Show kommen, ne, dann, und du sagst, ey, ich will mich hier komplett, hier geht's nur um mich, so, ne, so, und ich will, dann kannst du es auch machen, also du kannst dich ausprobieren, wie du auch immer du willst, kann sein, dass bei dem einen zieht das besser, bei dem anderen das, so, wo ich dann halt aktiver wurde, wo ich dann auch mit Rapper Mittwoch, wo das dann wieder losging nach 10 Jahren, also 2010, Stimmt, du hattest zuerst 1999 und 2000, genau. Und 2000. Das war aber noch keine Battle-Liga. Das war eine Keller-Cypher, so gesehen halt, ne? Wir haben einfach mehr Connected, Community-Bildung, sowas gemacht halt. So, ne? Wie bei Royal Bunker. Genau, das war einfach, das gehörte da zusammen in die Zeit halt, ne? Aber dieses Battle, den Battle-Film halt, da war ich halt, wie ich gerade gesagt habe, nach dem Knast so 2006, 2007, ganz stark URL, Smack und so weiter davon inspiriert und das A Cappella-Ding, was halt, als, ja, was da gestartet ist halt, ne? Und das gab halt noch nicht so einen großen Pool an A Cappella-Rappern. Wir haben dann halt diese Mischung reingebracht mit Freestylern, Onbeat, ne, so ein bisschen Textrunde und die dann, wir wollten diesen kompletten MC immer pushen und am Ende die dann nach oben sich durchgekämpft haben, da kam halt A Cappella zum Vorschein und somit kam auch immer mehr A Cappella-Written MCs auf jeden Fall zum Vorschein. Habt ihr das aufgebaut quasi? Gab es das vorher in Deutschland noch nicht? Das ganze Konzept ist einzigartig. Ben Salomo und ich haben damals viel gebrainstormt zusammen halt, ne, so, es war eine sehr gute Symbiose eigentlich, ne, der hat halt
sehr viel auch dieses Industrielle und Kulturelle, was wir angesprochen haben, das hat bei uns beiden sehr gut funktioniert. Unter uns war so ein Gimmick halt immer, wäre ich mal ein bisschen mehr Geschäftsmann wie er so und wäre er mal ein bisschen mehr Künstler wie ich oder mehr kulturell, dann würde das halt noch ein bisschen krasser laufen so. Aber wir konnten uns damals gut aufteilen, was die ganzen Aufgaben angeht. Und ja, so meine... ja, so mein Einfluss war eher dieser Battle-Aspekt halt, den ich dann so reingebracht habe. Und du hast gerade auch vorhin was gesagt, wolltest du mir gerade erzählen, dass deine erste Battle halt Erfahrung deswegen nicht so gut war, weil das Publikum nicht relaten konnte? Das oder? Ding ist halt, es kam nicht gut an, aber ich empfinde es als gut. Ich liebe dieses Battle. Ich gucke es bis heute sehr gerne. So, weißt du, so. Zeig's mir nachher. Ja, kann ich gerne machen halt. Ne? Ich war halt sehr... Ich habe ein paar taktische Fehler gemacht, ne? Wenn ich jetzt ein bisschen aus dem Milchkästchen plaudern. Das war so ein Two-on-Two, ne? Backtosh und ich gegen Adi und Greg Pipe. Oh. Mach gleich auf die klassische, einfach rein da und schlagen. Kick, bang, boom, butterfly in deinen Magen. Und die waren die beliebtesten Battle-Rapper zu der Zeit halt, ne? Greg Pipe ist bis heute so, ich würde Nummer 1 sagen sogar, ne? Und das war halt eine Monsteraufgabe, ne? So, wir haben kein Battle gemacht, bis jetzt keiner kannte uns und wir waren die waren die absoluten Favoriten, auch noch im Team zusammen, ne? Ja. So, jeder hat sich auf die gefreut und nicht auf uns so und wir haben halt ein bisschen dir den Spaß genommen, muss man sagen halt. Die kamen um die Ecke, haben Vergleiche, haben super lustige Punchlines gekriegt und wir kommen einfach mit so einem kompromisslosen Bedrohungsszenario. Komm, hast du noch ein Beispiel im Kopf? Ich erinnere mich, dass der Türsteher seine Handschuhe angezogen hat und meinte, endlich Arbeit. Habt ihr so hart beleidigt, ja? Ja, also wir waren auf Krawall aus halt, ne? So, ja, du, so, wie meinst du ernst, was du da sagst? Wir konnten die nicht ernst nehmen halt, weißt du? So, das war so, wir haben nicht eine Line abgekauft, was die da gerappt haben. So, die, weißt du, das war voll so, wir wollten halt auch nicht lustig sein, weißt du so. Und das gab ein bisschen Hackmack, wer anfängt. Und ich war ein Psycho. Ich hatte einfach mindestens immer 10 Parts in meinem Kopf. Ich hatte so viel, ich habe ständig auch an jeder Ecke gerappt und hatte immer A Cappella-Parts. Ich habe ständig gerappt so. Und es gab Streit darum, wer anfing. Auf einmal wurde gleich am Anfang, war die Stimmung so, fangt ihr an, wir wollen nicht, ich fange immer an, bla. Und ich so, was ist denn hier für ein Kindergarten, ich fange an, bam. Und dann habe ich einen Part vorgezogen, den ich gar nicht geplant hatte. Ja, ne, ja. So, ich hatte eigentlich andere Parts noch und ich dachte, okay, ich fange damit an, ich werfe mal jetzt erstmal was in den Raum halt. Ne, so. Ja, ja. Und als die 2 Parts vorbei waren, hat man voll gespürt, wie die so endlich, oh, endlich ist die Situation vorbei. Und ich so, nee, jetzt fängt es erst richtig an. Ich wollte einfach richtig weiter rappen so. Ja, ja. Und das kam halt so ein bisschen, ich glaube, ein bisschen unsportlich vielleicht oder unfair. So. Es gab halt noch kein richtiges Regelwerk damals. Früher wurde halt, weißt du, ich erinnere mich auch an so Cassidy Freeway war das Ding, was gestartet hat, A Cappella. Und da war so, ey, du rappst so. Und irgendwann war so Knockout halt, ne, so. Ja. Und es hat sich ja da halt herauskristallisiert auch, dass Punchlines mehr wiegen als Flows und so, weil Old Fashion Way war ja noch ein bisschen auf Beat und Freestyle und Flowwechsel und so weiter. Und Freeway war derjenige, der ein bisschen Flows auspacken wollte und alles straight raw. Und der galt dann als Loser, weil er dieses Put the Beat on wurde so als Quitten, als Aufgabe, dass er aufgibt, halt wurde das so gewertet halt, ne, so. Und ich war halt voller, ich wollte halt jeden battlen und alles niedermachen und das hat sich auch gezeigt später. Bei Rap am Mittwoch war ich dann bekannt geworden dadurch, dass ich übertrieben lange Parts gerappt habe, weil mich das auch gestört hat, dass viele der Meinung waren, in der Zeit, viele haben Freestyle über Rhythms gestellt. Ja. Als ob das die höhere, also es ist natürlich die höhere Kunst, wenn du spontan auf Gegner eingehen kannst und unvorbereitet halt battlen kannst und fighten kannst halt, ne, so. Aber dieses Runterreden von Rhythms hat mich voll gestört. Das war immer so, als ob das gar nichts ist. Kann doch jeder. Das war Dings. Und ich meinte mal, ey, geh mal auf die Bühne und rap mal 5 Bars. Weißt du, ich bin bis heute der Einzige auf der Kool Savas Tour, habe ich 10 Written Battles gemacht hintereinander an 10 Tagen. Weißt du, so, also ich war so psycho drauf. Und für mich war das ein Skill, weil ich mich, wie gesagt, auch an amerikanischen Standard orientiert habe. Und da waren halt die Größen wie die Zazz und so. Die haben auch so 11 Minuten Runden gerappt und. Und das war halt faszinierend. Die haben 11 Minuten Runden. Ich habe auch 11 Minuten, 12. Ich habe eine 13-Minuten-Runde und sowas mal gehabt, ne? Und das ist nur eine Runde. Ja. Ich habe also, was Leute heutzutage reden, die über 3x3 Minuten als viel. Das ist eine 9 Minuten. Als ein komplettes Battle, das war eine Runde bei mir. Eine Runde. Ne? Also ich rap 3x9 Minuten, ne? So. Ja, ja. Und das ohne Choke. Weißt du, was ich meine? So, das ganz ist, wichtig. Ja, also ich sehe das als Skill und dachte halt, weil ich sowas bewundert habe, aber Konsumenten, die flach entertained werden wollen, da spielt der sportliche Aspekt keine große Rolle. Das ist einfach too much.
Ja. Das ist wie, als ob du einen langen Film guckst. Du kannst einfach nicht so lange gucken und sagen, okay, schön, der Film dauert 16 Stunden, aber ich kann halt nicht 16 Stunden im Kino sitzen. Weißt du, ich meine so, das ist halt der Anspruch, weißt du? Und dann denkst du dir, okay, verpacken wir es kompakt hier. So, kannst du mundgerecht, weißt du, hier. Mundgerecht. Weißt du, so, gerechter. Weißt du, so, hier, ja. Nimm deine 2,5 Minuten Runden und mehr kannst du eh nicht judgen, weißt ja, du, so. Ja, ja, ja. Oh, der hat 4 Punchlines gerappt, kann ich mir merken, deshalb hat Rapper A oder B gewonnen halt, ne, so. Aber, wenn es halt darum geht, dieses Gegenteil, ne, zu sagen halt, guck mal, der kann sich seinen Text nicht merken, guck mal, wie peinlich und das ist cringe und er choked nach 8 Sätzen, weißt du, so, deshalb, das ist für mich so ein Low-Level bei 3x9-Minuten-Runden, weißt du, was ich meine, wenn der sich keine 16 Zeilen merken kann, weißt du, so, das ist so, okay, was für ein MC, ne? Wollte ich gerade sagen, auf dieses Wort auch hinaus, was ist das denn dann für ein MC? Ja, ich Master meine, es ist of ja, Ceremony, so die wissen die Begriffe aus. Nicht mal. Was, wie definierst du denn ein MC für dich? Ein Master of Ceremony, der steht über dem Rapper. Und es gibt 1 Million Rapper, doch nur wenige MCs. Props an MC Gauna. Gibt's natürlich auf Englisch alles auch, ne? Ja, so, ja. Aber ein MC ist ein Titel, den man sich verdienen muss. Weißt du, was ich meine? So, ich sehe das schon ein bisschen wie im Kampf, im Kampfsport oder wie auf der Straße, wenn du ein OG bist, ist halt ein bisschen nicht, weißt du, du musst dir diesen Status halt erkämpfen, ne? So. Genau. Und das bedeutet halt was, ne? Und du musst halt dein Handwerk beherrschen und ein Master of Ceremony ist halt nicht ein Studio-Rapper, der, wo du faken kannst, wo du die besten Takes nimmst, wo du 3, weißt du, wo du 4x4 Takte einrappst und hast dann einen 16er zusammen halt, ne, so. Und ich glaube, jeder Produzent kann ein Lied davon singen, wenn er einen MC hat oder einen Rapper, einen Studio-Rapper da hat, der sich nicht genug vorbereitet hat. Ja. Und der da 15 Stunden für eine Strophe sitzt halt, weil der seine Parts nicht auf die Reihe bekommt halt, ne, so. Und aber der Inhalt ist halt, ich fick alle MCs, ich fick euch alle und so, ne? Dies, das kann er sich nicht merken. Genau, weißt du so. Und deshalb bedeutet mir das auch nach wie vor nicht so viel, wenn halt du dein, weißt du, das ist ja das Spannende am Battle Rap. Mein Rap gegen dein Rap und kein Studio, kein Faken, kein Dings, one shot. Ja, und hier ist die Crowd und die wird alles sehen, weißt du, hier wird nicht gefaked. Nichts wird geschnitten, nichts wird gedießt, nichts wird das. Auch Absprachen. Das war in meiner Zeit, ich habe noch nie in meinem Leben eine Absprache vor einem Battle getroffen. Noch nie. Machen das Leute? Das ist gang und gäbe. Du musst fragen, wann machen die es nicht? Das ist die Frage. Was ist das denn für ein Battle? Das ist kein echtes Battle, das ist eine Show. Das ist, die haben aus Kampfsport Wrestling gemacht. Das ist ein fast abgekaterte Sache. Was war ein Vergleich? Weißt du das gar nicht? Die haben aus Kampfsport Wrestling gemacht. Ja, das ist eine Show. Wo, naja, so, ich weiß nicht, ob schon der Gewinner vorhin steht, so, weißt du, so, aber so, du weißt doch, so, was ist das für ein Kampf, wenn ich sage, nicht auf mein Knie schlagen und nicht hier rechts und nicht links und ohne nicht, treten. Genau, weißt du, so, das ist eine Sandkastenschlägerei halt im Kampf, weißt du, so, das ist aber. Also, du hast gerade den Kindergartenbegriff von MC erklärt. Ja, genau. Und das ist halt so, und das nimmt halt vieles davon weg, was ich für Vision für Battle Rap in den Anfängen hatte halt. Ne? So, weil ich finde halt gerade, das ist spannend, wenn die Fall, ohne Fallhöhe ist keine Spannung da halt. Ne? So. Ich für meinen Teil hab dich ja wahrgenommen damals, habe ich dir ja schon mal gesagt, du warst ja einer der Ersten, der harten Battle-Rap gemacht hat, beim Battle-Contest. Weil Freestyle-Contests gab es ja schon. Es gab auf jeder Jam einen Freestyle-Contest. Safe. Du hast über 10 Brötchen gerappt und ini, mini, mini, meine Mo und so gemacht und hast schon gewonnen. Genau. So, ne, aber das war ja, ich habe das ja wie Breaking gesehen. Du hast dich auf den Gegner vorbereitet. Du wusstest, er ist verletzt oder er nicht, die Crew komplett oder er nicht. Ja, so, ne? Was hat der letzte Woche gemacht? Ich weiß genau, was der kann, ich bereite mich drauf vor. Das ist ja so dieses Ding, so, weißt du. Und das wolltest du ja auch. Du hast ja gesagt, Amerikaner waren dein Vorbild. Genau, genau. Einfach dieses, ich will, du hörst hier den Gegner und du denkst, ich will nicht in seine Haut stecken. Weißt du, ich meine so, wenn du den siehst so. Und das ist halt, die Worte hatten viel mehr Gewicht. Heutzutage sind die Battles ausgeklügelter. Ne? Mhm. Es ist ja, wir haben ja richtig Battle-Culture geschaffen mit einem Regelwerk. Ja. Und auch das Respect-Ding. Wir kommen aus einer Zeit, also Battle-Rap war die Vorstufe zur Schlägerei und so weiter, die Stars, dann haben wir dieses Respect-Ding und so weiter mehr eingeführt, auch Handshakes, auch ganzes Regelwerk, du bist dran, guck dir die alten, da kann man, das bekannteste Beispiel ist Taktlos, der ihm einfach das Mic wegnimmt einfach und komplett runterschreit und ihn nur noch beleidigt und ich glaube Steiger hat moderiert oder wer, ne, da kann man halt, da wird nicht eingeschritten, nix, der andere steht da einfach, ne, so, und deswegen, obwohl die Lines teilweise oberflächlicher waren, war die Spannung ernster.
Die Worte hatten viel mehr Gewicht. Hm. Ein Battle, eine Line in einem Battle-Rap hat kein Gewicht mehr. Das ist, die reden nur noch darüber, was legitimiert ist durch Kunstfreiheit und was nicht. Ja. Aber das war nicht der Anspruch früher. Wenn du in einem Battle stehst, ne, wenn du früher auch jetzt, guck dir Biggie an, als er mit 17 gebattelt hat und sich einen Namen in Brooklyn gemacht hat, ne? Ja, das war ein, das war ein Kampf. Es war ein, wirklich ein Kampf. Wenn du verloren hast, da warst du, ne, so, du stehst ihm gegenüber, du weißt nicht, was er sagt. Mhm. Und er kann alles sagen. Und wenn er nicht dahinter, und du musst dahinter stehen unter dem, was du sagst. Ja. Du kannst, heutzutage ist so, ich sag etwas, aber ist nicht so gemeint. Ich bin nicht der, der jetzt gerade rappt. Ich bin eine Kunstfigur, das bin aber nicht echt in echt. Ja, und das siehst du dann halt auch, diese ganze Relativierung im Nachhinein im Interview und so weiter halt, ne? Ja. Und das nimmt ja vieles weg. Was mich eher traurig macht an der Entwicklung, ehrlich gesagt, so halt, was an Spannung. Ich mag spannungsreiche Battles halt, ne? Du hast ja was Gutes gesagt. Ihr habt es auch mit aufgebaut, dass es auch eine Show ist. Mhm. So eine Show-Battle. Zum Beispiel, es gibt so Wörter, früher im Battle hast du Haarsohn nicht gesagt. Es kam nicht klar. Also wenn du das gesagt hast. Nur wenn du dahinter stehst. Ja, nur wenn du dahinter stehst. Aber dann standen noch meistens nach dem Auftritt ein paar Leute vor dir. Genau, deshalb. Also so, das war halt, deswegen hat der Taktlos die ganze Zeit gerufen. Das meine ich ja, weißt du so. Deswegen, ja. Deswegen fällt mir das ja auch ein. Genau, und deswegen, du musst halt, wenn du was sagst, ne, so dieses Exposen und Beleidigung und das war, steh mal, deswegen war es ja was Bedeutendes, wenn du dich hingestellt hast, guck mal, 8 Mile ist das bekannteste Beispiel. Darauf basieren die ganzen Ligen. Ja. Ne, so, das hat 8 Mile hat Battle Rap über die Hip-Hop-Szene hinaus bekannt gemacht. Und das war, dass er unterlegen ist auf der Straße. Er hat Schläge bekommen, seine Olle wurde gebankt von dem Gegnern und steht da mit dem blauen Auge und er sagt, still standing here is here, fuck the free world. Weißt du, so, das ist halt, wo du sagst, ey, krass, das ist Eier. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber wenn du heutzutage in einen Fixing-Chat geht, in ein Battle. Können wir mit Mutter beleidigen, rappen? Ja, ja, klar, kannst du machen. Hurensohn! Was ist Teil daran krass? Weißt du, was ich meine? Ja. Zu fragen, was ich, dass ich deine Mutter beleidigen darf, du ein Okay dir abholst, weißt du, und dann das halt so aufspielst. Weißt du, als ob das eine harte Nummer ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Jemanden auf der Straße seine Mutter zu beleidigen von einer ernstzunehmenden Persönlichkeit, das ist etwas, was ich dir nicht raten würde. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, so, ja, ja, und da hat das auch Gewichtung dann, weißt du, weil du dich nicht vorher gefragt hast und dann dich gerade machen musst, falls du, egal was du sagst, halt über die Stränge schlägst halt. Ne, so. Aber das war auch das richtige Wording, über die Stränge schlagen. Das hast du ja. Wie war das denn dann? Du sagst ja gerade, ihr habt ein Battle-System aufgebaut bei Rapper Mittwoch. Mhm. Du warst dann mit dabei. Du warst ja zuerst nur ein Teilnehmer, oder? Naja, ich habe halt so ein bisschen hinter den Kulissen viel gemacht, aber ich wollte nicht offizieller so, ne, also ich wollte Rapper sein. Ja, du wolltest dich in das Camp gehen, du wolltest battlen. Ja, ich wollte rappen, ich wollte battlen, ich wollte Maßstäbe setzen, ich wollte Impact schaffen, ich wollte Einfluss, sowas halt, ne, so ich kann mich erinnern, ich habe die meisten Titel so, es gibt immer noch ein Ranking und so heutzutage, Wikipedia und so weiter, ich war ganz klare Nummer 1 halt, ne, G war derjenige, der dann immer gefreestylt hat und so, aber wenn ich alle Titel dann zusammengezählt habe, ne, Champions und King-Titel und bla bla, ne, so, das war dann, das hatte damals Bedeutung und ich will wirklich niemanden jetzt runterreden im Nachhinein und so, weil ich fand auch cool, wenn dann Arzt und Kalle und später alle, die nachkamen halt, ne, so. Aber es hat dann etwas verändert, weißt du, so, und ich muss sagen, das Prestige-Ding war so ein bisschen weg. Es ist, ne, so. Das Alleinstellungsmerkmal war weg. Naja, so, wenn jeder King ist, dann, weißt du, so, ist kein. Kann nicht jeder King sein. Genau, das meine ich halt, weißt du, so, und dann war so, okay, der ist auch King, und dann wollte ich diesen Titel gar nicht mehr haben, weißt du, was ich meine, so, und man sieht halt auch immer noch, dass auch gewisse Titel, weißt du, so, das heißt nicht, dass du der Beste bist. Das ist so wie, weißt du, ein Goldalbum heißt auch nicht, dass es das beste Album ist. Weißt du, nein, so. Bestverkaufste Album. Genau. Das Thema haben wir öfter schon gehabt, dass, das finde ich ja im Battle Rap so geil. Ich meinte mal zu dir, ich komme ja aus einer Zeit, da sahst du wie ein Rapper aus. Ja. So, da sind wir jetzt wieder bei so ganz komischen alten Männerdiskussionen. aber alle hatten so Attitudes. Mhm. Weißt du, als B-Boy sahst du wie ein B-Boy aus oder wie ein B-Girl. Also als Writer, wie ein B-Boy. Genau, als Graffiti-Writer hast du Farbe auf den Klamotten oder einen Rucksack mit Graffiti drauf. Aber irgendwas, man wusste, du bist Graffiti-Writer. So. Ja. Als DJ, keine Ahnung, die hast halt hinter dem Plattenspieler gesehen, du wusstest, ein DJ. Aber du hast auch einen Rapper erkannt. Und es gab immer diese Rap-Attitude. Mhm. Die gibt es ja heute gar nicht mehr. Denke, da ist ein 16-jähriger Junge, der unfassbare Rhyme-Ketten hat, geht auf die Bühne und zersägt,
benutzt Fremdwörter, wo ich nur die Hälfte verstanden habe, aber das ganze Publikum rastet aus und er hat gewonnen. Und dann denke ich mir, wow, das war geil, aber warte mal, das waren doch keine Rapper gerade, so weißt du. Also, ich meinte ja gerade, es läuft also viel über Identifikation. Ne? Ich habe ja dann halt auch beobachtet, dass die Leute, die auf die Bühne gehen und die vor allen Dingen, wenn die Crowd entscheidet und so, nicht nur entscheidet, aber auch die gut ankommen, ne, so, die halt Einfluss darauf haben, die Rapper richten sich, fangen sich an, danach zu richten, weil sie ankommen wollen. Ne, die wollen, im Endeffekt will jeder Props haben für seine Kunst und die analysieren, wie die Crowd tickt. Die denken, okay, sowas zieht, dann passe ich, weißt du, dieses Anpassen-Ding, was ich vorhin erzählt habe, okay, ne, so, dass ich dann gesagt habe, okay, dann rappe ich halt auch ein paar, ich baue ein bisschen mehr Humor ein. Humor ist auch eine starke Waffe im Battles, ne, so, gehört auch zur eigenen Entwicklung, sich da ein bisschen aufzulockern und sich da überhaupt ein bisschen frei zu machen, ne, so. Aber Identifikation ist halt spielt eine ganz große Rolle und das bringt dann halt Leute zum Vorschein, die ja sporadisch halt ein paar Hypes genießen, aber die verschwinden wieder. Weißt du, was ich meine? So, Atzenkalle ist eine Sensation, wenn er einen MC Boogie schlägt, ne, so, und alle dann sagen, hoah, das ist krass, weil er gesagt hat, oh, ein Kleiner, der sich gegen den großen MC Boogie traut, das ist einfach so dieses ein bisschen natürliche, menschliche, oh, du bist für den Kleinen, der Arme, dies, das, wir mussten ihn auch raus eskortieren, dass ihn da keiner abzieht und so, wenn er krasse Geldsummen gewonnen hat und so weiter, ne? Ja. Aber es werden so oft dann Leute gehypt. Ich habe so viele Leute kommen und gehen sehen. Dieses Spiel, man muss echt sagen, die spielen dann mal ganz kurz Rapper, weil sie auf einmal selber überrascht sind, dass sie überhaupt so viel Hype bekommen, so viel Anerkennung. Aber die gehen nach 2-3 Jahren auch wieder und machen das, was sie eigentlich sind, halt, ne? So, also normale Menschen. Ja, so, die gehen ihren Job nach, die sind ja dann gute, was auch immer die arbeiten, ne? So, die machen den Job machen die dann halt auch wirklich gut, aber MC Boogie war davor ein Rapper, war währenddessen ein Rapper und ist auch danach noch ein Rapper, ne? So, und das ist, was du auch gerade meinst mit der Attitude. Ja. Weißt du, Rap is something we do, Hip-Hop is something we live. Weißt du, was ich meine? Und wenn du nicht Hip-Hop lebst und, weißt du, sagst, ey, ich spiele Hip-Hop am Wochenende, weißt du, so, dann. Und am Montag bis Freitag bist du wieder jemand anderes. So. Das hast du gut gesagt. Mir kommt das oft so vor, als ob die Leute nur Hip-Hop spielen. Ja, wie du auch gerade gesagt hast, weil sie sehen, das kommt gut an beim Publikum. Das war zum Beispiel eine Sache. Stimmt. Die gucken sich natürlich auch die Crowd-Reactions an und gucken, was ist jetzt da gut angekommen. Kommen meine Mutter-Lines gut an oder kommen die verschachtelten Lines gut an? So. Und denkst du, das fehlt jetzt an Charakteren? Weil darauf kommen wir jetzt hinaus. Also was Vermarktung angeht, ja, jetzt sind wir ein bisschen in einem kleinen Widerspruch, ne, weil wir einmal sagen Culture und dies und das, ne, und warum Image so, ne, aber Image-Rap hat Hip-Hop, Deutsch-Rap und so hat es auch erfolgreich gemacht. Agro-Berlin wäre nicht das erfolgreichste Label damals gewesen, wenn es nicht Image-Rap vermarktet hätte, ne, so. Wobei sie es ja noch relativ cool gemacht haben. Ja, ja, na klar. Also es fing schon ein bisschen früher an, würde ich sagen. Ne? Und ich denke auch so, wenn wir auf Bassbox gehen und so weiter, so ein bisschen Ursprünge, dies, das. Das war halt, kein Image, das war Original. Nein, nein, damit meine ich meine Characters. Character, ja. Also ja, nicht so, ich wollte nicht von Fake-Images sprechen. Mhm. Das war nicht so jetzt, sondern eine greifbare Persönlichkeit halt. Ja. Ne? So, ne? So, wenn du jetzt nicht einfach so 10 MCs nebeneinander schießt, die alle Cappy rückwärts tragen, weißt du so, sondern, ey, der mit der Maske ist so, das ist der Dings, das ist der Kenneck, das ist der Deutsche, Stabile, das ist der dies, das ist der Student, das ist der dies, weißt du so. Jeder hat so eine Schublade, ne, so. Und ich glaube, das ist halt, ne, so, dann kam, weißt du, so, kam massiv der Prototyp Kanake, verstehst du, so dieses, weißt du, so ein bisschen so dieses Reale, also Realness ist ja so ein Gut, was industriell, glaube ich, gar nicht mehr wichtig ist, zählt gar nicht mehr halt, ne, so, ich glaube, es wird eher sogar als belanglos und hängen geblieben und veraltet, als ist Relikt so? Wahrgenommen. Ehrlich? Das Wort Real ist ja auch so schwer zu definieren. Ja, und es wurde auch halt oft sehr inflationär benutzt halt auch, ne? So, das nimmt dann ein bisschen die Bedeutung halt, ne? So, aber diese Sachen, die als krass gelten, jetzt wenn ich in der, ich stand so oft neben der Bühne oder in der Crowd und dachte mir, das ist krass. Das feiert ihr jetzt alle auf einmal so, weißt du so? Und dieses Mutterlein, weißt du so, das ist so, wie gesagt, da, wo es krass ist, das wird von da kopiert. Ja, ne? Weißt du, so, wenn sich wirklich zwei harte Typen streiten und eine Mutterlein, also, weißt du, Mutterspruch fällt, dann ist es kurz vor Eskalation halt, ne? Das ist halt all in, da gehst du halt, das sind eine Menge Leute draußen, die sich das nicht auf sich sitzen lassen. Und wenn du das dann halt in einen
humorvollen, sportlichen Kontext bringst halt, dann wirkt das halt krass, also imitierst du das so ein bisschen, was auch okay ist, weil gerade Battle-Rap und auch B-Boy-Battles, ne, das ist immer ein bisschen Kampfimitation, ne, so viel, diese Capoeira-Einflüsse und so weiter halt, ne, und auch was beim, so beim Rocking und beim Burning, so diese, weißt du, so, ich mach dies und das mit dir, ich trenne deinen Kopf ab und bla, und dass du das alles visuell darstellst beim Tanzen, das ist halt so, du imitierst einen Kampf nach. Und es ist das Geile auch beim Battle. Ich, weißt du, so, ich erkläre, was ich mit dir machen würde, auf der Straße, und das verpacke ich kunstvoll in Styles, in Metaphern, in Wortspiele, in Reime, ne, das ist das Kreative daran, und das macht es dann cool, so. Zu Ursprungsfrage eigentlich wegen Images, Character und Images, Battle Rap, so, das ist, glaube ich, was fehlt, um es groß zu machen, weil die großen Battle Rap Stars, die das Potenzial hatten, das waren so Leute wie Fresh Polacco und so. Ne? Ja, Mighty, weißt du, Mighty sowieso, ne? Deswegen Cynic weiß genau, wie man Battle Rap vermarktet halt, ne? So, aber es aber gibt auch Basic damals. Auch, Greg natürlich. Pipe, das waren alles, du konntest die alle greifen, das waren die spannendsten Matches, vor allem bei Deutschland 2. Das ist ja was Basic und Greg Pipe, du musst dir mal vorstellen, das ist ein Event, wo so viele zukünftige Stars dabei sind. Hm. Ne? Da sind also von Materia über PA Sports und Casey Rebel und. Ja, ne? Alle waren da. Da ist so viel, und einfach die beiden haben das spannendste Match. Weißt du, also auch die Konkurrenz war krass hoch. Ja, ja, ja. Weißt du, was ich meine? So, das ist einfach, das meine ich mit Gesamtpaket. Eigentlich kann man es runterbrechen, da kommt so viel rein, um diesen Impact am Ende zu schaffen, von dem ich die ganze Zeit rede. Mhm. Und das ist, glaube ich, was einige nicht verstehen. Und es gibt auch so Streits, so wer auf der Card oben steht oder wer mehr Gage verdient hätte. Dieses Rechtfertigen von Gage ist ein Problem, gerade im Battle Rap halt, ne? Vor allen Dingen, seit das Monopol weg ist, ne? Früher waren wir ja wirklich alleine, was Rapper Mittwoch angeht, ne? So, und später kamen immer mehr Ligen, aber wir waren halt die erste Liga, ne? So. Und jetzt wird so undifferenziert damit umgegangen, weil auch viele wie Cynic und so das auch thematisieren dann im Battle halt, ne, so, und das ist so, mein Name ist so groß und ich habe so und so viel Gage verdient, dann wird der Nächste neidisch, sagt, wieso kriegt der so viel Gage, ich krieg so wenig, meine Reimketten sind aber besser als seine, und das ganze Ding nicht verstehen, ne, was, also, es gibt wirklich eine Diskrepanz, ne, zwischen, es ist teilweise Künstlersyndrom, ne, so, wo jeder Künstler denkt sich, mein Album ist das Beste, hat eigentlich Gold verdient, aber alle haben keine Ahnung. So ist auch so ein bisschen mit dem so, ich müsste eigentlich ganz oben auf der Karte stehen, ich müsste eigentlich Main-Match haben und ich müsste vierstellige Summen für mein Match verdienen, aber verkauft keine 50 Tickets und nicht mal 20 PPVs. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und das ist eine ganz große Diskrepanz. Das nennt man nicht nur Diskrepanz, sondern eine gesunde Selbstüberschätzung. Da ist ja, das ist ja unsere heutige Gesellschaft. Jeder denkt, er ist cool, er ist geil, er ist krass. Kann er. Ich habe nichts gegen Selbstbewusstsein. Ja. Das finde ich ganz aber in Ordnung. Aber Selbstbewusstsein ist was anderes, als sich zu überschätzen. Genau. So. Das ist halt, es geht um die Kriterien. So, ne? Also das ist halt, was für Kriterien hast du, wenn du deine Kunst markttechnisch einzuschätzen, das ist das, was du gerade, glaube ich, meinst. Ne? Ja. Kunst kann ja sein, dass deine Kunst überkrass ist. Daran würde ich gar nicht zweifeln. Es gibt sehr viele Rapper und Künstler, die ich entfeier, und die sind nicht wirklich reich geworden durch ihre Musik. Ne? Das ist, hat nichts, ich will gar nicht ihre Kunst runterreden, aber ihre Vermarktung. Weißt du, was ich meine? Es sind teilweise sogar die besseren Rapper, die sich schlechter vermarkten, und manchmal die schlechteren Rapper, die sich besser vermarkten. Stichwort Moneyboy. Ne? Zum Beispiel, da weiß ich nicht genau, aber schlechter Rapper, der sich besser vermarktet. Ja, ja, so, okay, also zumindest kennt man ihn mehr kennt ihn als viele, die wahrscheinlich besser rappen. Ja, ne? So, ja. Genau, das meinst du wahrscheinlich dann, ne? Ja, ohne das jetzt werten zu machen, weil ich feiere den Todes. Ja, so, ja, ich weiß leider nicht so viel, vieles geht an mir leider vorbei, aber ich bin auch hängen geblieben, muss ich sagen, ne? In alten Zeiten und so. Du hast es aber sehr gut erklärt, und vor allem, du hast es auch sehr gut runtergebrochen, und vor allem, was Character anbetrifft, haben wir auch die richtigen Namen genannt, gerade so, ne? So ein Fresh Polacke, ein Cynic, ein Mighty, vor allem du damals. Ich würde dich ja als ersten Character mit bezeichnen, wenn es um Battle Rap hier so geht. Und mit Greg Pipe, mit Basic und all diese Leute, so, weißt du? Das war einer dieser echten Character, und vor allem, bevor die Leute sich auf den Schlips getreten fühlen, die sollen sich das mal angucken. Dann wissen sie auch, warum wir das als Character definieren, so, weißt du? Ja, also ich denke, viele, die Battle-Rap-Fans, wissen das noch. Aber ich denke schon, dass ich merke das ja auch an den Ami-Bookings. Ne? Don't Let the Label Label You, und wir haben ja öfter englischsprachige MCs gebookt. Und wir haben, also die Alteingesessenen, uns sehr an deren Standard orientiert.
aber die verkaufen nicht besser als wir. Ja. Was ich meine? Also ich habe mit, ich sag mal, Leuten, die mittelmäßige Standing haben oder Top Tier Takeover, hat mehr verkauft als The Game. Weißt du, wir haben Astra gefüllt, er kriegt es halt nicht mal halb voll. Verstehst du, was ich meine? Krass, ja. Und ich will mir jetzt nicht anmaßen, aber ich muss natürlich so verteidigt sein, die Rapper, die wir da auf die Bühne gestellt haben, waren nicht unbedingt besser als The Game. Ich bin ein The Game-Fan, muss ich sagen, halt auch dazu, ne? Aber das Interesse, und ich muss sogar so weit gehen, ich wette mit um alles, selbst Tupac und Biggie, wenn die zurückkommen würden, da würde es viele hier geben, die sagen würden, irgendwelche mittelmäßigen deutschen Rapper sind interessanter. Ja. Also die würden mehr Karten verkaufen als ein Tupac und Biggie. Ne? Das ist unfucking fassbar. Ja. Und das ist für mich, also da geht es für mich die Welten auseinander halt. Ne? So. Mhm. Und wenn die mir erzählen wollen, hier irgendwie der Rapper, der jetzt gerade 1 Million Klicks gemacht hat, was auch immer, wer das sein soll, besser ist als alle meine Rap-Helden, als mein Big L zum Beispiel, das akzeptiere ich nicht. Es wird nicht akzeptiert. Ja, aber das sind halt diese Kriterien von heute, Streams und Klicks und bla. So, das meine ich voll. Halt, ne, so. Man, du weißt es doch, wir waren noch zusammen in dem Workshop. Wenn die Kids gesagt, wie, du hast nur 2000 Klicks, Wallah, nicht gut. Ja, ja, genau. Weißt Obwohl du, so, es der Killer-Song ist, so, weißt du, genau, dann Wallah, nicht gut. Deshalb, weißt du so, und deshalb, wenn ich dann halt auch bei Legenden stehe, ich war auch im Astra bei MF Doom, Master Ace habe ich da gechillt, der hat einen Shoutout für mein Album gemacht. Geil. Weißt du so, aber natürlich haben sich die Leute über einen Shoutout von Vaisel oder Massiv mehr gefreut, weißt du so. Und was ich auch cool finde. Ja. Naja, ist auch cool, aber ich meine so, der Bekanntheitsgrad eines, die Leute brauchen vielleicht auch gar nicht mehr auf Ami-Rap so zurückgreifen wie früher. Genau. Ne, so in den 90s haben die halt gesagt, okay, lass mal Big L hören, weil wir feiern fettes Brot nicht so sehr. Ne? So. Und jetzt ist halt so, wir brauchen, was weiß ich, wen nicht, irgendeinen Ami-Rapper. Weil wir haben den und den hier, weißt du? Ja. So. Und das reicht denn dann halt auch. Oh, ein guter Vergleich, lass mal Big L hören. Weil wir feiern fettes Brot nicht so. Ich wollte kein Diss hier, ich würde voll. Nein, aber das ist doch kein Diss. Ich habe den doch auch alle gehört. Ich habe im Club zu Nordisch bei Nature getanzt. Okay, im Club war es halt nicht peinlich, weil es Disco-Mucke war. Schon so, Störnebecker wusste, dass der Norden rockt. Genau. Und hat mit Blabla gleich angedockt, ne? Oder irgendwie sowas. Ja, jetzt kann ich ein bisschen oldschool Deutschrap zitieren. Ja, ich kann das auch gar nicht. Nee, dann zitiere ich lieber Stiebers. Okay. Ich weiß, das was ich. Weiß. Genau. Schlangen sind giftig, wenn Rap auf Deutsch noch richtig. Richtig, nice, Alter. Das war ja auch das Geile an denen. Die haben ja auch schon Wörter veramerikanisiert, damit sie cool klingen. So, ja, weißt ja du? Genau. Das war schon bei Deutsch-Rap-Geschichten, muss ich glaube mal so. Ne? Dieses, das habe ich schon geil gemacht. Du hast es gerade sehr gut runtergebrochen und. Hast du dich denn am Anfang genauso gesehen als Charakter, der jetzt da einmal durchzieht, alle wegbattelt und Chef wird? Niemals. Ich habe ja auch gesagt, ich bin auch mit meinem realen Namen reingegangen. Ja. Mein erster Solo-Track Straßen von Berlin, den gibt es ja immer noch online halt. Ne? So, jedes Wort stimmt. Wenn ich mir das anhöre, ich kann dir zu jeder Line, habe ich ein Bild im Kopf. Ja. Da ist nichts, da ist keine Fantasie dabei. Ne? So, nichts aufgepeppt. Weißt du, wie oft ich habe mich eigentlich selber limitiert, weil wie oft hatte ich einen geilen Reim im Kopf, aber habe ihn nicht aufschreiben können, weil es nicht stimmt. Yeah, ich meine Scheiße, nein, das war nicht so und so viel Gramm, es war ein bisschen weniger, aber es hätte voll gepasst. Yeah. War aber kein Kilo. Weißt du, so. Es war nur 650 Gramm. Deswegen, aber heutzutage die Scheiße, oh, so und so viel Kilo, mache ich dies und das, die komplett in den Leuten. Ja, denen ist egal, weißt du. Hauptsache. Aber deshalb, ich habe dann halt wirklich Inhalte nicht gestretched für den Rhyme oder sowas halt, dann sage ich, ich habe mal versucht da zu bleiben, war vielleicht auch ein bisschen zu engstirnig so, aber ja, das war halt mein Anspruch und ich musste halt irgendwann eine Entscheidung treffen, ne, wenn wir jetzt in der Zeit sind, so, ich wollte oft aufhören mit Battlen, ne, oft, aber mich zieht es dann immer wieder hin und vor allen Dingen, wenn die Angebote gestiegen sind. Es war dann so, als ich dann wirklich offiziell gesagt habe, okay, ich mache jetzt nicht nur hinter den Kulissen mit, sondern ich bin jetzt offiziell Teil. Das war dann, als wir diese Written A Cappella Liga etablieren konnten. Das war dann so, ich musste richtig überredet werden, es dann zu starten auch, weißt du, so, weil ich dachte mir, boah, ich werde doch jetzt hier kein Scout und Rapper anrufen und bla. Und dieses ganze A Cappella Written Ding war mein Ding, weil ich war der Erste wirklich bei Rapper Mittwoch, der A Cappella, der immer geschrieben hat. Alle hatten gefreestylt und ich wurde halt gedisst dafür, dass ich schreibe, bis ich die Leute überzeugen konnte. Pisek war der Zweite, dann kam Fat Cap und viele andere halt, ne, so. Und deswegen war es so voll klar, dass ich die
erste Written-Liga anführen muss halt, ne, so. Ja, 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 und dann habe ich halt mit Partnern zusammen dann gedacht, okay, wenn der und der mitmacht, mache ich das auch und so, weil, und dann kam aber dieses Greg Pipe Rematch, was ich gerade angesprochen habe, von Feuer über Deutschland. Ich konnte ihn, ich habe ihn die ganze Zeit provoziert, vorher, komm, 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 und irgendwann, er kam halt nicht nach 5 Jahren, komm, so, komm, du jetzt, da kann ich nicht Nein sagen, so, weißt du, und dann, aber da wollte ich schon nicht mehr battlen. Okay. Ne, so, und das Spannende ist, vor kurzem wurde jetzt, wird ja viel wieder reacted und auch alte Battles werden rausgekramt, wenn ich mir die angucke, ist halt ein bisschen, also ich werde nostalgisch, aber ich habe versucht, Rap sehr bunt zu gestalten dann halt und viele verschiedene Facetten zu zeigen und wollte Selbstbewusstsein demonstrieren, indem ich so wenig wie möglich mich auch ernst nehme, weil ich glaube, nur dann fühlst du dich komplett sicher, ne, so, wenn du ein bisschen eingeschüchtert bist, dann wird man halt ernst, ne, so denkt man sich, okay, scheiße, oh, Gegner, krass und bla bla, ne, so, und ich war halt ja bekannt dafür, dass ich das erste Battle so komplett kompromisslos und hart gerappt habe und so, ne, und beim Rematch war ich dann halt sehr albern, ne, so, ich war wirklich, so, ich habe versucht, so albern zu sein, wie ich nur kann, weißt du, also, dass ich dann halt schon fast Clownshit gemacht habe halt, weißt du, so, dass ich sage, so, ey, ich nehme den Null, also, ich nehme die ganze Situation, du kannst mich nicht fertig machen, so, weißt du, so weit öffne ich mich, ne, so, und habe dann halt einen Mischmasch betrieben und es dann auch dieses, ich dachte halt, das wird mein, war ja mein letztes deutsches Written Battle, aber deswegen habe ich auch gedacht, deswegen habe ich so lange übertriebene lange Runden auch gemacht, weil für mich war das ganz klar ein Abschluss so. Ja. Aber dann kam halt immer wieder was, ne? Weil ich habe dann die letzte Line, habe ich dann gerappt, wer bist du denn schon? Nächstes Mal battle ich Disaster. Ja! Nächstes Jahr bringt Greg Pipe einfach Disaster mit. Wollte ich gerade sagen, du hast ihn doch. Und danach habe ich, ja, dann kann ich ja nicht mehr Nein sagen, ja, weißt du, so. Und you can get at me with that cheaper strategy of stereotypes. I'm the most international nigga you ever seen in your life. Das ging dann weiter und genauso Pat Stay, Rest in Peace, ne, großes Ding halt, ne, so, deshalb, als Pat Stay dann da war, habe ich schon verzweifelt Gegner gesucht für ihn, aber ging nicht klar und für mich war so, ich werde niemals einem Pat Stay absagen. Wenn er hat mich von alleine angerufen halt, ne, so, und diese Battles halt, die haben mich dann auch, also die haben meinen Namen dann auch über Deutschland hinaus bekannter gemacht. Ich konnte nach Russland gehen, ich konnte nach England gehen, in London wurde ich erkannt von vielen Rap-Legenden. Krass. In L.A., ne, wo ich da war, so, ich, ne, das ist die dann, kannten dich tatsächlich. Ja, ich sitze dann halt mit vielen Rappern, die ich lange verfolgt habe und was mir halt persönlich sehr viel bedeutet, wenn ich mit so einem Herr Dice zum Beispiel, der war KOTD-Champion auch und so, ne, dann war ich mit ihm Steak essen und so und der ist mit Big L aufgewachsen halt, ne, der kommt aus Harlem und der hat einfach mir Insider-Stories von damals erzählt und so. Ich war dann, wie, was ich schon erzählt habe, mit meinem Tagebuch so voll drin, so, der einfach aus erster Hand dir erzählt, so, ey, so war der und weißt du, und so einfach Stories so, die sie zusammen erlebt haben. Ja. Und ich bin so höre ich dann zu, weißt du, wie gespannt ich bin, so, das ist keine Story, die ich irgendwo höre. Und du weißt doch auch, wie oft es ist, dass man Sachen sagt, die man vor Kamera so nicht sagen kann. Nein, das ist so wie die Storys, die du mir erzählst hinter der Kamera. Und dann ist halt geil, wenn ich was aus erster Hand erfahre, ne, so, weil ich erinnere mich, ich glaube, das erste Mal, dass ich, was ist das erste Hand, ich kannte mal so einen Verwandten von DJ Quick. Und das weiß ich noch, das war das erste Mal, dass ich so eine ganz, so eine nahe Berührung hatte zu meinen Rap-Helden damals. Ja, weißt du, so. Oh, DJ Quick war super geil, Alter. Voll, voll. Ja. Auch Dallas and Sins gegen MC8, den Track fand ich damals richtig fresh. Oh, nice. Gab's noch nicht ein Video? Ich fand halt die Beefs, das meine ich mit meine Kriterien. Weißt du, so wenn die beefen, da sind ganz andere Maßstäbe, weißt du, was ich meine, werden angesetzt. Ne? Und wir sehen ja nur diesen medialen Kram. Eigentlich sind es ja die Gangs im Hintergrund, die sich da gebieft haben. Genau, so, weißt du, das waren dann so deren Künstler. Genau, aber was für Lines dann ziehen halt, weißt du, so das ist dann halt ein ganz anderer Approach. Es wird auch anders appreciated. Mit einer anderen Attitude. Ja, Mann. Hattest du einen Angstgegner damals? Ja, Disaster. Disaster war dein Angstgegner. Disaster war, also, was ich gerade beschrieben habe, bei Greg Pipe war ich ja dann beim Rematch halt wirklich so, ich habe einfach voll die Show abgezogen, ne, dachte mir einfach, ey, ich mach mich hier, also, wie gesagt, sehr albern. Ich persönlich mag mich nicht so sehr, wenn ich, also, ist wie wenn ich betrunken bin, ne? Ich betrunken bin ich halt albern, aber wenn ich nüchtern bin, mag ich mich nicht betrunken zu sehen. Weißt du, so, wer mag das denn? Weißt du, so, dann denkst du mal, was, so Müll? Weißt du, so, was habe ich getan, so, weißt du? Und bei Disaster war einfach jemand, den ich lange verfolgt habe, den ich sehr bewundert habe, ne, und dann noch nicht mal meine Drittsprache. Ne, ich bin ja kein Native Speaker auf Englisch, ne, so, ich habe in der Schule Englisch gelernt und durch Rap-Texte, ne, so, und das war für mich
Was? Das, wo du auf 3 Sprachen gerappt hast? Ja, ich habe versucht, alles, was ich so an Sprachen aufgeschnappt habe, so zu verwenden. Und ich glaube, das war mein Überraschungseffekt. Und dass Jay with the Damage, der auch dabei war, gesagt hat, ich habe gewonnen. zumindest die Überraschungseffekt konnte ich bei ihm halt so setzen. Ja. Und deswegen, seitdem begrüßt er mich auch immer voll Anlass und so und stolz. Ne? So geil. Ich halt, weil ich mochte Jay Roo schon damals, ne? Und der hat mit Biggie Beef gehabt und bla und so. Es war so. Das ist geiler Typ gewesen. Deshalb, weißt du, das war für mich so, wenn die das sagen, halt, ne? Und ich würde aber halt sagen, das ist ein total unheimlich, weißt du, für mich so das Match meines Lebens und für die Sester, so, ey, ich mache ein bisschen Urlaub, ne? Und Freestyle da ein bisschen. So, weißt du, so, ich will mir da nicht so viel rausnehmen, ne? Ja. Aber es war ein sehr tolles, spektakuläres Erlebnis und in meiner Battle-Laufbahn so das größte Ding halt. Ne? Das größte Ding. Ja. Würdest du sagen, du hast so alles erreicht mit Battle-Rap, was du erreichen wolltest, nach deinem eigenen Ansprechen? Mehr, als ich mir jemals erträumt habe. Das ist geile Antwort. Mehr als, also ich war fertig, als ich den Song Battle King geschrieben habe. Hier ist das, der Battle King war für mich mein Peak. Da warst du fertig. Da war ich fertig schon, das war 2011. Anfang 2011. Da hat die Crowd mich getragen, ja. Und einfach 2015 wieder bei Disaster haben die mich auch nochmal getragen. Ja. Aber ich meine so, da war so von jemandem, der so belächelt wurde, so sag ich mal jetzt bei Voll über Deutschland, so, ja, der kann nichts. Mhm. Zu jemandem, den die Crowd trägt und die ganze Crowd, eine ganz volle Halle schreit, hier ist das, der Battle King. Mich so, das war, es war der größte Moment und da wollte ich halt schon aufhören, ne, so. Ja, ja. Aber meine Leidenschaft ist zu groß und auch heute noch, es ist das dritte Mal, dass ich wieder anfange, ne, also wir hatten, wer hinter den Kulissen ein bisschen weiß, ne, so, es gab nach Rap am Mittwoch, musste ich wieder anfangen mit Top Tier Takeover und dann nach dieser zweiten Streit musste ich wieder anfangen, jetzt hier bei Top Tier Germany. Und weißt du, ich fange auch ein viertes und fünftes Mal an, egal wer mir versucht, einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ja. Der Motor hinter der Geschichte bin ich. Die Leute, die dabei waren, wissen das halt, ne? Und es ist die Liebe und die Leidenschaft. Es ist das Herz, was ich da reinstecke. Und auch wenn so viele Rückschläge da sind, so, ne? Magda hat es letztens erzählt, halt auch, dass es ungewöhnlich ist, dass jemand, also dieses, ich meine, ich bin nicht jetzt der Einzige, es gibt sehr viele in der Musikindustrie, die auch viele Rückschläge hatten und immer wieder aufgestanden sind und auch in anderen Bereichen, in Sport, in Arbeit und so weiter, aber das ist mir völlig egal, ne, so, und ich fange, wie gesagt, auch ein fünftes, sechstes, siebtes Mal an und auch in einem kleinen Rahmen, ob wir eine Ist doch eine Rap-Show machen, ich hatte zum Thema Aufmerksamkeit, wie vorhin, ich hatte bei Battles mit 10 Leuten oft mehr Spaß als mit Battles mit 1500 Leuten. Also das ist nicht immer das Beste. Ne, so. Das wäre ja auch meine Definition für MC. Mhm. Du rockst 5 Leute, genauso wie du 5000 rockst. Genau, so, genau. Ich meine nur, du siehst, dass diese Hype-Fans dazukommen bei so riesigen Events, weißt du, so bei die letzten spannenden, es ist ja das zieht halt alles so auch szenefremde Leute mit an. Ne, so. Und die Spannung bei einem 4-7 gegen einem Noir, die spürbar sogar vorm Bildschirm. Ja, ja. Aber es hat einen Rattenschwanz und da passiert so viel danach. Genauso wie bei Jesus und Cassius Clay. Ne, so. Und da kommen diese Möchtegern-Marketing-Experten und sagen, ihr müsst so und so machen, wenn ihr erfolgreich sein wollt und so. Und du denkst, boah, ey, bitte nicht nochmal so einen Film. Lass mich lieber holen, wir zwei authentische, coole Leute und lass uns einen geilen Abend haben, weißt du so. Vielleicht schneide ich das Zitat sogar rein. Ja, also die Ansprüche sind nicht immer dieselben, wie gesagt. Und so oft, wie ich vorhin meinte, wie ein Battle-Rapper beleidigt, wenn die Art und Weise, wie er angreift und attackiert, dass das in seiner Wahrnehmung ein Angriffspunkt ist. Weißt du, wenn du zum Beispiel ein oberflächlicher Typ bist, ne, dein Aussehen ist dir sehr wichtig, greifst du auch meistens sehr oberflächlich an. Deine Frisur ist scheiße, deine Klamotten sind hässlich und bla bla, weil du würdest das scheiße empfinden, wenn du eine scheiß Frisur hast oder deine Klamotten klar, nicht. Ne? So, das ist für dich ein Angriffspunkt und so ist es auch bei diesen Hype-Fans, ne, die dann sagen so, die Zahlen brechen ein oder bla, weißt du, was ich meine? So, ich habe die geilsten Talks mit Leuten, wo nicht viele Klicks haben halt, weißt du, was ich meine? So verhältnismäßig. Es ist nicht derselbe Maßstab. Deswegen, also ich denke, ich würde mich freuen, wenn da ein bisschen mal das in den Vordergrund gerät, diese Diskrepanz zwischen den
Hype-Fans halt. Ja. Ne? Vielleicht sollten wir mal so einen Experten-Talk darüber machen. Sehr gerne. Ja? Ich hole mir alle Experten ran. Voll. Lass sie mal alle ranholen und ich setze mich dann dahin, mach mich schön schick. Aber das war doch der Anspruch damals. Ich erinnere mich, als Freestyle-Battlen groß war, Anfang der 2000er, ich habe in Hannover da auch noch gefreestyle-battelt und so, da mir immer, wenn ich mir Tipps geholt habe von älteren Rappern, weil ich habe ja erst 2-3 Jahre gerappt, aber hart rappen und hart beleidigen hat keiner gemacht. Es waren vielleicht eine Handvoll Leute in Deutschland, wie du schon sagst. Es waren wirklich nur eine Handvoll. Die haben mir immer gesagt, du kennst deinen Gegner nicht, guck an, wie er aussieht. Nimm alles auseinander. Ob die Schuhe scheiße sind, Hose, Frisur, T-Shirt, finde was. Das ist ein guter Punkt und das ist auch genau richtig. Ich vergleiche Freestyles gerne mit Einzelkämpfen. Ne, so. Und das ist ja das Spannende, warum ich auch so viel Respekt davor habe und auch traurig bin, wenn diese Sache jetzt stirbt. Ich mache doch Freestyle-Rap nicht, um reich zu werden. Weißt du, ich meine, wer haut denn noch so bekloppt? Gia hat letztens in der Anmoderation gesagt, der Einzige, der so bekloppt ist, der noch 1000 Euro für ein Freestyle-Turnier raushaut, ist Tierstar. Weißt du, so. Weil ich will das, weißt du, die sollen entlohnt werden halt. Weißt du, ich wollte schon sagen gerecht, aber es ist nicht gut für die Show, es ist kein Marketing-Move halt, weißt du, so. Und da ist das halt oberflächlich. Der Entertainment-Aspekt ist größer bei Rittens, weil du hast vorbereitete MCs, ist ja logisch. Ja, ja, klar. Halt, ne, so. Aber der sportliche Aspekt und der reale Aspekt ist im Freestyle. Es gibt die Freestyle ist nach wie vor die realste Form des Battle-Raps. Du kannst halt nicht faken. Mhm. Ne, so. Und das wird leider nicht appreciated. Ja. Genug halt, ne, so. Und ich wünschte mir, also ich tue alles, damit das am Leben bleibt, aber tendenziell die Hype-Fans sorgen dafür, dass der Entertainment-Aspekt mehr wiegt und sind bereit, das auch finanziell mehr zu unterstützen. Und deswegen löst das wahrscheinlich ab. Es läuft wohl darauf hinaus, dass wir uns endgültig von der Bühne verabschieden müssen. Und wie alle anderen, ich meine, jede andere Battle-Rap-Liga macht auch das. Ne? Das ist geil, natürlich freihändig im Kreis zu performen und so weiter. Ja, ja. Ne, so, das haben wir auch schon gemacht und so. Ne? Aber wir wollen auch Cypher und Bühne und Freestyle gern beibehalten, aber wenn die Leute es nicht mehr wollen, dann stirbt das halt, ne? So. Dann ist das so. Also aber die Mehrheit, ne? Wir können, also es ist einfach nicht tragbar mehr, ne? Sei denn, irgendein geiler Sponsor kommt um die Ecke und sagt, ey, wisst ihr was, auch wenn 50 Leute das gucken, macht mal weiter. Ja, also ich glaube, wenn, also theoretisch, deswegen habe ich ja die Ansätze gemacht, mit ein bisschen Versuch, Anreiz zu schaffen und so weiter, damit der sportliche Aspekt bleibt. Ne, so, und wenn man weiß, man könnte mit Freestyle wieder was krass reißen, so, dann denke ich auch, dass wieder ein paar aus ihren Löchern auch kommen. Weil es gibt sehr viele underrated, gute Freestyler, aber die kommen halt nicht quer durchs Land gereist, so 200-Euro-Battle halt. Ne? So. Ja, ja. Hast du eben gerade auch erwähnt, du wolltest die Leute vernünftig entlohnen. Genau. Und das ist auch schon mal der richtige Weg, Bro. Die Leute unterschätzen, dass sie auch seit 10, 20 Jahren an ihren Skills arbeiten. Weißt du noch, wir hatten da mal so eine Situation, wo ich auch zu dir meinte, ey, bei dem Typen ist so Skills pace the build, sein End-Level-Skills. Ja. Den muss man auch so End-Level bezahlen für seine End-Level-Skills. Genau. Und das hast du ja schon appreciated. Ja, weil das ist nicht der Moment, in dem man zahlt, wo man sagt, ey, diese paar Stunden werden entlohnt, sondern die jahrelange Arbeit davor. Halt, ne, dieses sich einen Namen machen, ne, das ist Dues Pain, sagt man nicht umsonst. Ja, genau. Ne, so, das hat eine Bedeutung und das ist halt was Standhaftes, was Bleibendes halt. Ne? Es gibt genug Leute, die ihren Namen verbrannt haben und dann einfach nicht können. Ne? So, das ist halt etwas, was auch oft unterschätzt wird halt. Ne? So. Aber wir leben ja in der Szene, wo die Comebacks groß sind. Ne? Du kannst verbrennen und wieder Comeback starten. Verbrennen und wieder Comeback starten. Aber ob es mit demselben Namen klappt, weiß ich nicht. Ja, es ist ja so eine Runde. Es kommen immer wieder neue Fans dazu. Es fallen immer welche ab und dann kommen wieder welche dazu. Ne? Und die ändern dann das Bild aber auch ein bisschen und die Kriterien halt. Ne? So. Aber ich denke, auch in Deutschland wird Battle Rap leider verdammt sein, ein Nischending zu bleiben. Es sei denn, man schafft halt wirklich dieses Gesamtpaket, von dem ich gesprochen habe, und auch die Professionalisierung, was zum Beispiel vertragliche Bindungen angeht. Das ist sehr verpönt, gerade im Battle noch. Ne, so. Ja. Aber ich denke, wenn vierstellige Summen fließen, sollte man auch professionell daran gehen. Und damit meine ich nicht nur dreimal 2,5 Minuten abliefern, was ja heute schon als viel gilt, aber auch die Vermarktung an sich halt. Ne? In Amerika sind ja Rapper da, die wirklich gesponsert werden von Getränkefirmen, von Klamottenherstellern. Ne? So weit haben wir es hier noch nicht geschafft, oder? Naja, wir haben uns orientiert an der Werbung da. Ich mag Face-Offs, habe ich mir nämlich ausgedacht, aber vergleich mal deutsche Face-Offs mit amerikanischen Face-Offs. Vergleich deutsche Standard- ne, Battles mit amerikanischen Standard-Battles. Nicht nur, was das Handwerk angeht, sondern auch das Verständnis und die Inhalte. Ich schäme mich teilweise, also ich übersetze es auch gar nicht, aber wenn
wir über kontroverse Geschichten gesprochen haben, was Sensibilisierung angeht, also im Hip-Hop-Kontext hier gerappt wird teilweise und auch verteidigt wird noch im Nachhinein, dass du so sagtest, also die Legitimation dahinter, ne, wo ich sage, dass dieses, ich fühle mich manchmal wie in so einem Dorf, ne, so in einem Dorf, wo man sagt, das sind jetzt die Hauptkriterien und du denkst, geh mal in die Großstadt nebenan und pass mal auf, was da mal am Block mit dir passiert, ne, so und so in der Art empfinde ich dieses Denken hier, wenn ich jetzt teilweise, was versucht wird, als cool, als legitim darzustellen, wenn ich sagen würde, okay, komm, sollen wir das mal den Lieblingsrappern, den Großen erzählen, was hier gerappt wird, was ich ja schon gemacht habe teilweise. Ja. Und da komplettes Unverständnis da ist halt, ne, dieses, weißt du, so das, also da können wir über alle Kontroversitäten reden, die hier so stattgefunden haben. Und übersetzt einfach mal die Lines auf Englisch und sag mir nochmal vom Bauchgefühl, ob sich das richtig anfühlt, wenn du wirklich Hip-Hop bist. Oh, crazy, ey. Mhm. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da genug Leute sind, die gar nicht Hip-Hop sind, denen nur dieses Battlen Spaß macht. Genau. Das, so, ne? Und da sind wir wieder bei der Trennung. Das ist, was ich vorhin meinte. Früher war alle Elemente zusammen, waren wir. Hip-Hop-Jam, ne, so. Und diese Einstellung, diese Mentalität, die du gerade meintest, trennt Battle-Rap von Hip-Hop. Und das ist paradox an sich. Ja. Du nimmst zwei Worte wie Battle und wie Rap und es würde weder der Kampfsport-Aspekt aus dem Battle geht raus. Battle bedeutet Schlacht. Mhm. Das muss man allein, dass man das wiederholt. Wir hatten damals ein, jetzt bringst du mich auf ein paar Storys. Alles ist erlaubt, außer nicht battlen. Das ist nicht entstanden, weil wir das einfach als Regel etabliert haben, sondern weil es zwei Leute gab, die einfach nicht gebattelt haben. Yeah. Also ich meine so, das ist so, dass du den Battle erklären musst, dass du battlen musst. Halt, ne, so. Und der Rap-Aspekt geht raus. Ne? Also, die korrekte Bezeichnung für vieles, was heute da abgeht und als Battle-Rap kategorisiert wird, müsste eigentlich Poetry-Slam-Wettbewerb heißen. Mhm. Das wäre die korrekte Bezeichnung für das, was sie da machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Trotzdem nennen sie es. Es wird weder gerappt, noch wird gebattelt richtig. Weißt du, was ich meine? Und die Kriterien, die als Competition gegeneinander gesetzt sind sehr weit entfernt von dem Battle-Rap. Ich rede nicht nur von dem Ursprung, sondern von der Essenz des Battle-Raps, was es eigentlich nach vorne treiben würde. Denn von der Arbeit, die sie reinstecken, müsste Battle-Rap viel besser entlohnt werden und die Battle-Rapper viel größer sein von dem, was sie eigentlich wirklich leisten. Ne? Also was sie leisten, ist viel krasser als viele Rapper, die viel mehr Geld verdienen. Und die Songs schreiben. Genau. Oder sich Songs schreiben lassen. Und dann performen und dieses, das ist so wie so eine leere Hülle. Weißt du, was ich meine? Für mich kommt es so vor, als ob du siehst da richtige Köche, die krasse Rezepte erfinden, zusammenstellen, präsentieren und es schmeckt und es ist gut und ich rede von der Entwicklung vom, nicht nur so, also von allem. Es ist wirklich ein 1A Essen, 5-Sterne-Köche, die nichts verdienen und Leute, die am Fließband Burger herstellen und voll verkaufen. Weißt du, du denkst dir so, krass, was für ein Ungleichgewicht ist das denn? Halt, ne? Und das hat sehr viel mit dieser Einstellung, dieser Mentalität zu tun, die du gerade angesprochen hast auch, ne? Ich glaube, das ist aber auch so ein Problem bei uns hier in Deutschland, weil viele Dinge kulturell einfach nicht übertragbar sind. So, ich mag es ja auch nicht immer, wenn alle sagen, schlag mal einen Duden auf, wir leben im Land der Dichter und Denker. Nein, eben nicht. Rap kommt von der Straße. Die Leute haben eine eigene Sprache. Es werden Wörter benutzt, die ihr nicht versteht. Das ist ja das Schöne an Rap. Wir haben unsere eigenen Wordings. Bei uns ist etwas nicht geil. Bei uns ist etwas der Burner. So, weißt du? Bei uns ist etwas nicht irgendwie der nice Scheiß, sondern es ist tight. Es ist so, also diese Dinger, unsere Wordings haben uns ja auch vorgegeben, wie unsere Sprache dann irgendwann so ist. Das gibt's ja gar nicht mehr. Also wenn ich die Leute rappen höre. Es gibt so dieses Kenneckisch, ne? So ein bisschen, was Haftbefehl auch gebracht hat und so weiter halt, ne? So, das ist dann schon was Eigenes, aber was du meinst, ist auch eine Diskrepanz. Slang auf Englisch ist auch grammatikalisch falsch, aber es ist immer noch amerikanisch. Und deswegen wird es akzeptiert, doppelte Verneinung und dies und das halt. Ne? So, grammatikalisch falsches Englisch. Ich kann mich erinnern, dass ich mal durch einen Rap-Song, ich habe mal irgendwie in Englisch im Test irgendwas mit ain't immer geschrieben. So, und wo man weiß, was ich don't, doesn't und sonst was schreiben sollte. Und ich habe eine 6 bekommen. Weißt du so, aber ich konnte besser Englisch als die meisten in der Klasse halt. Ne? Wenn du hier was Falsches aussprichst, kommt eine Klugscheißer-Heuschrecken, weißt du, und sagt das, was du gerade gesagt hast mit den Duden. Genau. Ja, wenn du, da gibt es mehrere Beispiele, um es an einem festzumachen, der Opfer.
Der Opfer ist nicht das Opfer. Ja. Das Opfer ist Opfer eines Unfalls oder Opfer einer Verschwörung oder sowas. Das ist ein Das-Opfer. Genau. Ein Der-Opfer ist von Straße ein Feigling. Ein genau. Verstehst du so? Ja. Verstehst du? So. Aber wenn du dann das rappst, also was will der Opfer, kommen diese Klugscheißer, was du gerade angesprochen hast. Ja, du, das heißt ja das Opfer, du kannst kein Deutsch. Und die dissen dich dann, weil die das eben, da sind wir wieder bei der Identifikation, nicht aus dieser Welt kommen und sich nicht verstehen. Ja. Weißt du, was ich meine so? Und deshalb das auch nicht annehmen können. Und das ist dann, glaube ich, so eine Diskrepanz, die dann. Voll. Wieder. Ich sag auch immer, was bringt dir die ganze Eloquenz, wenn die Leute dich nicht verstehen? So, was bringt dir das? Weißt du, das hat mich ja auch als Jugendlicher mal sehr gestört, wenn ich irgendwelche Reimketten gehört habe, die Hälfte der Wörter nicht kannte, so, weißt du? Und ich dachte, Digga, was wollt ihr mir jetzt erzählen? So, ne? Und dann kam halt die Rapper, die tatsächlich nicht diese komplizierten Reimketten hatten, die eine klare Wortwahl hatten, die auch eine klare Wortwahl in unserer Sprache hatten, die unsere Sprache benutzt haben, wie die amerikanischen Wörter. Das war ja auch neu im Deutschrap, ne? Dass irgendwann diese amerikanischen Begriffe benutzt worden sind für alles. Das war halt geil. Das zählt ja für mich auch zu einem Hip-Hop-Charakter, so, weißt du? Du kannst halt nicht ein Rapper sein, ist jetzt sehr oberflächlich und in Schubladen gedacht, aber für mich ist so, du kannst nicht mit einem Tanktop und Flipflops auf die Bühne gehen und einen auf harten Rapper machen, aber hast diese Attitude gar nicht. Ja. So, also du kannst natürlich der geilste Rapper der Welt mit Tanktop und Flipflops so sein, weil, okay, ich würde ihn direkt dissen, ich sag, wer bist du mit Tanktop und Flipflops, so, weißt du? Aber so, aber du verstehst, was ich meine. Tanktop und Flipflop machst du ja auf Gangwars und Hip-Hop. Genau, damn. Natürlich bei Oberflächen, aber theoretisch würde ich sagen, nicht Hip-Hop. Also Hip-Hop ist natürlich eine Mindset-Sache, eine Attitude und auch im Herzen. Das ist Oberfläche, egal was du trägst, kannst Krawatte tragen und mehr Hip-Hop sein als jemand mit einem Hoodie. Aber dieses das Oberflächliche, was du gerade meintest, so mit den Klamotten, ist nicht so das Ausschlaggebende, so, ne? Also, ja, ja, ich meine ja aber damit das Gesamtpaket, die Ausstrahlung. Deswegen habe ich auch die Attitude gesagt, so, weißt du? Wie gesagt, du kannst einen Tanktop, Flipflop tragender King-MC sein, so, weißt du? Aber es war halt immer das, so der Anspruch, das meinte ich ja schon mal zu dir. Bro, wir gucken uns seit 5 Stunden Rap-Battles an, warum sieht niemand wie ein Rapper aus? Ja. Und dann guckst du mich nur an und sagst, stimmt. Ja, also die Leben ist, also das, ich meine, es ist immer Wandel und so, ne? Aber ich glaube, dieses Leben und dahinterstehen, das ist halt wirklich etwas, was fehlt. Ne? So, und dadurch bilden sich neue Fraktionen, neue Leute kommen dazu und dieser Brei, der dann immer mehr wird, da kommt dann diese Spaltung halt. Ne? Ja, ja. Wir wollen lieber mehr das, viel mehr das, weil ich, gibt auch schon die Meinung halt, ja, Rap und Hip-Hop entwickelt sich weiter, du bist stehen geblieben halt. Ne? So, ich mag das aber halt nicht dann, wenn gewisse essentielle Dinge aussterben halt. Ne? Das ist, wo ich dann allein schon wegen der Emotionen halt dann doch hinterher trauern. Ne? Ja, ich verstehe dann natürlich, wenn irgendein 15- oder 16-Jähriger sagt, ihr seid da hängen geblieben. Sag ich, ja, auf jeden Fall, ich bin 44. Ja, Digga, genau. So, dein Hip-Hop ist ganz anders als meiner. Genau, genau. So, ne, aber es ist trotzdem Hip-Hop. Ja, so, ja, ne, ja, es ist ja für die Hip-Hop. Damit mache ich ja meine Aussage von eben auch gerade wieder nichtig. Aber es ist ja nur meine Wahrnehmung. Wir reden ja nur darüber, unsere Wahrnehmung, wie das heute aussieht. Genau, so, ne? Genau. Wenn es darum geht, ist es ja toll, dass alles Hip-Hop sein darf, dass ich auch alles als real nennen darf. Ja, wenn du ein real Hornbrillen, Plateauschuh, Leggings tragender Rapper bist, dann ist das real und du dazu stehst und wenn du das tust. Wenn du dich nicht verstellst und dich so gibst, wie du bist, ne, und keine Rolle spielst, ist das real. So sieht's aus. Da haben wir schon eine Definition für real wieder gemacht. Genau, ne? Genau. Würdest du sagen, das kann man alles nochmal wiederholen, so wie es die letzten Jahre stattgefunden hat? Mit Battle Rap? Bei Battle Rap meinst du? Ich dachte Hip-Hop allgemein oder Rap? Nee, Hip-Hop also, allgemein hat man jetzt schon, entwickelt sich echt in 10 verschiedene Richtungen. Es gibt halt Revival halt, ne? So, in den 90ern waren viele Sachen aus den 70ern auch wieder in, ne? So, und ich glaube, viele 90s-Aspekte kommen auch wieder zurück, so. Wie viel Hoffnung ich sehe für das Wachsen von Battle Rap, ist eine schwierige Frage. Ich wäre überrascht, wenn es doch noch diese Wende nehmen würde, die ich mir ursprünglich erhofft habe, die Vision, die ich damals hatte. Wobei man sagen muss, auch Corona hat eine ganz große Rolle gespielt. Dieses Einknicken von Battle Rap, das war wirklich, das waren so die 1, 2, 3 schlimmsten Jahre halt. Ne? Ja. Und es kämpft sich so langsam wieder raus. Was ich halt nur kritisiere, ist das Homogene halt. Ne? So, weil Hip-Hop lebt für mich durch Vielfältigkeit. Und ich wünschte mir, Battle Rap würde auch durch Vielfältigkeit mehr wachsen, schneller wachsen, größer werden halt, ne, so. Wäre schade, wenn die Kunstform so komplett den Bach runtergeht halt, ne, so.
Hast du schön gesagt. Was würdest du denn für jemanden, der jetzt, entschuldige bitte, nochmal von vorne, was würdest du denn jemandem für einen Tipp geben, der jetzt mit Battle Rap starten will? Don't do it, nein, nein. Warum sagen das immer alle, Alter? Naja, also ich will halt vorwarnen, also es ist so ein bisschen, weißt du, wo ich jung war, auch, ich will Rapper werden, ne, ey, so dieses Vernünftige aller Eltern. Wenn jemand sagt, ich will Sportler oder Entertainer werden, das ist so die unsicherste Branche, die es gibt, ja, halt, ne, so. Da ist eine Verletzung, du bist weg vom Fenster und von Musikbranche brauchen wir gar nicht anfangen, ne, so. Was da alles mit Glück und so zu tun hat, richtiger Zeit, richtiger Ort, Vitamin B, die Stars halt, ne, so. Ja. Deswegen, bei Battle Rap ist einfach sehr viel Effort, sehr viel Anstrengung und sehr wenig Ertrag. Das ist einfach Fakt. Also die Battle Rapper, die auch krass waren und groß waren und so, ne, ich weiß nicht, warum sich die Szene, warum es so viele in der Szene gibt, die sich elitär fühlen und sich weigern. Es wurde sogar teilweise von einer wie einer verschwörenden Sektengemeinschaft gesprochen, halt von außen, dass es schwer ist, reinzukommen halt, ne, so. Und es widerspricht sich halt einfach hart. Die Leute ringen sich auf, dass es eine brotlose Kunst ist, aber Helden Battle Rap Touris. Weißt du, so, du kannst nicht eine, Leute, wenn du das groß machen willst, dann musst du Battle Rap Touris auch unterhalten. Ja. Und dann gehen wir wieder weg von diesen Filmen an den Kriterien, die du daran setzt, weil wenn du eingeschworene Gemeinschaft, wenn du diese hier geschlossene Gesellschaftsfilm machen willst, dann bist du halt in einer Serie drin, in einer Soap, und dann musst du halt alle 15 Battles vorher gesehen haben, um das 16. Battle zu verstehen. Mhm. Aber wenn du ins Kino gehen willst, dann guckst du keine Serie. Die Serie läuft nicht im Kino. Weißt du, wir wollen halt Blockbuster drehen. Du guckst den Film. Genau, und ich hab's immer geliebt, wenn wir nach einer Show runtergegangen sind, noch wo ich gebettet, ey, das war großes Kino. Das war großes Kino. Das sind die größten Props eigentlich, die du bekommen kannst, wenn ein Zuschauer dir nach deinem Bühnenauftritt sagt, das war ganz großes Kino. Ne? Und ich wünschte mir, dass mehr Rapper wieder Kinofilme drehen. Geil. Auf Rap-Ebene bezogen und vor allen Dingen auf Battle-Rap-Ebene bezogen halt, ne, so, und nicht so viele verschachtelte Insider-Dinger drehen, ne, was du gerade angesprochen hast mit diesen, dass nur ein paar Leute das checken halt, ne, was sind denn die Kriterien? Bist du wirklich klug, weil du jetzt Rätsel-Rap und so voll um die Ecke Vergleiche bringst mit den krassesten Wordplay und 10% im Raum das verstehen? Bist du dann besser? Bist du dann wirklich, warum denkst du, du bist besser? Ne, so, also das ist so, Dinge, die ich da nicht so ganz nachvollziehen kann. So, ich hatte das auch schon, wo ich eine Endline gerappt habe und meine Freunde gesagt haben, ey, die krasse Line, ich habe die extra nach hinten gepackt, weil ich wusste, die wird schwer verstehen, und dann rappe ich die voll selbstbewusst und die ganze Halle ist ruhig. Verdammt! Weißt du, du denkst dir so, und danach hörst du auf YouTube, Mann, was für eine geile Line, Alter, die Crowd ist dumm. Weißt du, so. Und deswegen, wenn du MC bist, Crowd, weißt du so, was auch negativ manchmal ist, weil es wird teilweise, weißt du, das ist so völlig auch paradox, ne? Du bist ein MC, du musst die Crowd überzeugen und hinter dich bringen, ne? Und dann rappst du für die Crowd jubelt dir zu, dann kommt der Gegner und sagt, ey, voll billiges Crowd-Pleasing. Ist aber auch angebracht. Ja. Es geht hier ums Dissen und Beleidigen. Ja, das genau. Wird jede, also, Kleinigkeit genutzt. Deshalb, weißt du, so, es geht auf beides halt. Ne, so. Du musst dir dann halt überlegen, was du willst und wohin du willst mit deinem Stuff. Genau, du musst dir bewusst sein, was du vorhast. Genau, genau. So, wenn du das weißt, verfolgt das Genau, Ziel. Genau. Deswegen. Und da widersprechen sich viele Rapper, weil die einerseits stur ihr Ding durchziehen wollen, weißt du, so sagen, ey, ich bin hier der Diss und verschachtelte MC-Rapper, dies, das. Ja, aber warum verdiene ich so wenig Geld damit? Weißt, wenn du sagst, ich will mehr Geld machen, dann mach Business. Ja. Das ist ein schlauer Satz, den Jay-Z mal gesagt hat, so, if you love it, the rap stuff, Hip-Hop, dann mach dein Ding und bring raus halt. Ne? If you sign a contract, so, wenn du wirklich einen Vertrag unterschreibst, dann machst du Business. Yeah. Das ist so, da brauchst du gar nicht darüber reden, was deine Leidenschaft für das, und das ist völlig zwei paar verschiedene Schuhe, ne? Genau, ist es auch, und das können aber viele Leute nicht trennen, genau, weil die Industrie hier ja erst gerade wächst. Also wir haben ja erst seit, wie lange haben wir jetzt eine Rap-Industrie? Richtig, würde ich seit 15 Jahren behaupten, so, seit 20 Jahren gibt es eine, aber so 15, 10 Jahre ist eine richtige Industrie, so, weißt du? Aber wenn die sich gegenseitig halt mit dieser Aufmerksamkeit, weißt du, ich habe vor zwei Musiker in der Gasse, ne, die spielen Gitarre und um den einen sind 100 oder 50 Leute, um den anderen nur 10, gucken die und beäugen die dann den anderen, guck mal, der ist jetzt, der jetzt besser, weißt du, was ich meine, so, vielleicht hat der irgendeinen anderen Gimmick halt, ne, und so weiter. Und wenn du dieses Kriterium dran setzt, ich habe letztens die meist geklickten Rap-Videos auf YouTube.
Also wenn das die Kriterien, wenn das die Kriterien sind, ich glaube, dann war Mero der Beste. Mero. Ich glaube, der Mero war, glaube ich, zweimal in den Top 5. Bowser, Apache. Aber der hat ja auch mehr Klicks als Drake gehabt, ne? Ja, naja, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen ist, aber generell, weißt du, so ich weiß voll oft bei Battles nicht, wer gewonnen hat, weil mich interessiert nur, was das hinterlassen hat. Und wenn der irgendwas gebracht hat, was bei mir hängen bleibt, ist der in meinem Kopf drin und da hat was Geiles gebracht. Und da sind wir wieder beim Einfluss und Impact, ne, so. Ja. Und ich habe aber keine Ahnung, wie seine Statistik aussieht. Und genauso wenig habe ich Ahnung, wie viel einer gestreamt wurde, wie oft der eine Box verkauft hat oder sonst was, sondern der Impact, den seine Mucke, seine Kunst gebracht hat und ob man auch in Jahren darüber sprechen wird. Ja, ja, Skills. Geht immer wieder zurück auf das, auf Skills. Es ist die Essenz, Mann. Es ist so. Es ist die Essenz von allem, von unserem Hip-Hop. Genau. Broski, geil. Alter. Das war doch schön. Haben wir? Ich danke dir von ganzem Herzen für diese geilen Insight-Infos. Ach, nice. Okay, ich weiß nicht. Ich hoffe, ich habe was Neues dazu beigetragen, aber es sprudelt ja immer wieder mal was. Es ist alles neu. Alles neu. Und tatsächlich hätte ich jetzt einfach genauso wie du gesagt, ey, einfach machen. Ja. Lass dir nicht reinreden. Ja, Mann. Einfach machen. Und das ist auch die Kunst da dran. Ja, so, Mann. Ne? Und was ich auch an dir immer bemerkenswert fand, einfach machen. Digga, ich habe dir ja erzählt, wie viele Videos ich von dir kannte, dass du immer so gemacht hast. Und immer auf Facebook, du hast ja das Facebook-Game damals verstanden mit den Videos. Ja, ne? Ich habe einfach einfach machen, ja. Ja. Und ich glaube, es ist alles gesagt, was auch Battle Rap anbetrifft. Ich glaube, wir haben da echt eine klare Meinung geäußert, was auch mal gut ist, auch mal für den Zuhörer so. Auch mal hören, ey, was für ein Verständnis hat denn Tiersler eigentlich dafür? Mhm. Es ist ja schwierig, jemanden zu catchen auf Veranstaltungen. Mhm. Ich hoffe, das haben wir jetzt irgendwie hingekriegt, oder? So, und ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit. Ich danke dir, in the building. In the building des Grauens. Aber bevor wir zum Ende kommen, willst du noch irgendjemanden grüßen? Ich weiß nicht, mir fällt jetzt am Anfang niemand ein. Wie kommst du da? Wallah, sag, ich grüße mein ganzes Team, ich liebe euch. Wallah, ich grüße mein ganzes Team, ich liebe euch. Leute, was kann man machen, um Künstler zu unterstützen? Wie immer, ihr seht es hier, überall folgen. Folgen. So, das war's von mir. Tizzy, das war Tierstar. Und gemeinsam waren wir in the building. Ciao, Leute. In the building.